Ich finde alles, was die Grünen machen, grauenvoll. Alles. Und ich finde, das sind lächerliche Gestalten. Und gearbeitet haben sie auch nie. Das gilt ja inzwischen auch als Hass und Hetze. Ja, das ist keine Hass und Hetze. Es ist, eine drastische Simplifizierung. Und es also da würde ich das Wort Hetze ist das natürlich schon zu sagen. Die haben ja an die gearbeitet. Das ist ein dummes Zeug natürlich. Aber dass man sich über grüne Politik und grüne Politik her durchaus aufregen darf und das auch mal in schärferen Worten, ja klar, das ist natürlich vollkommen legitim. So, jetzt ist sogar Schröder versus Reichelt bei 29%. Ich glaube, da kann man eindeutig sagen, dass das wohl vorne liegt. Gut, dann würde ich mal sagen, dann schauen wir uns das mal an. Und ich bin sehr gespannt. Deswegen freue ich mich wirklich ganz außerordentlich, dass Florian Schröder heute hier ist, um über sein neues Buch Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, zu sprechen, in dem ich erstaunlicherweise nicht vorkomme. Er wird mächtig Ärger in der linken Bubble bekommen für diesen Auftritt. Umso herzlicher willkommen, Florian Schröder. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Erste Frage, weil... Also grundsätzlich finde ich es erstmal gut, wenn es solche Gespräche gibt, muss ich sagen. Und ich würde es auch Florian Schröder überhaupt nicht vorwerfen, dass er zu Julian Reichelt geht und mit ihm diskutiert, um das erstmal grundsätzlich zu sagen. Weil natürlich ist es klar, gibt es natürlich Leute aus der Community von Schröder, die natürlich sagen, mit so einem redet man nicht. Das wäre für mich schon mal der falsche Ansatz. Und ich denke mal, dass beide ja auch miteinander vereinbart haben, dass dann auch sozusagen nichts geschnitten wird, dass beide frei reden können. Und solche Regeln werden sie sich ja wahrscheinlich aufgestellt haben. Und dann ist es doch völlig in Ordnung. Und wie man sich dann sozusagen in der Diskussion schlägt und wie gut man ist, das hängt ja an jedem selbst. Weil man sie in eh stellen wird. Wie können Sie nur zur Achtung Reichelt gehen? Warum machen Sie das? Legitimieren Sie damit nicht rechtspopulistische Hetze oder verschieben Sie damit die Grenzen des Sagbaren? Nein, überhaupt nicht. Ich gehe, wohin ich will und deswegen sitze ich hier. Und Sie haben mich eingeladen und dann dachte ich, komme ich vorbei und gucke mir mal an, wie das aus der Nähe ist und was wir uns so zu erzählen haben. Vielleicht wird es ja lustig. Wie beobachten Sie dieses Phänomen, das ja durchaus existiert, dass man sagt, da kann man nicht hingehen, wenn man da auftritt, dann legitimiert man, dann gibt man den falschen Auftrieb. Wie sehen Sie dieses Phänomen? Ich sehe das ziemlich langweilig, weil ich bin ein Fan von Austauschsphären. Und ich bin immer ein Fan, dahin zu gehen, wo etwas... Man sieht, Herr Reichelt hat sich große Notizen gemacht, hat ganz viel vorbereitet, jede Menge notiert. Und Schröder sitzt einfach da und redet frei von der Leber weg. Auch schon mal interessant, ne? Wie sich jeder so vorbereitet hat. Das ist, was nicht in einem selbst ist und wo man etwas finden kann, was einem vielleicht fremd ist, was einem vielleicht auch in der eigenen Überzeugung entgegensteht. Das hat mich immer interessiert. Mich hat immer interessiert, das Lager zu kennen oder die Lager kennenzulernen, die meinen vielleicht weiter entfernt sind oder denen man mich zurechnet. Ich weiß ja selber auch oft nicht, wo ich stehe. Ich bin oft auch nicht derjenige, der immer da steht, wo andere glauben, dass er steht. Und da ich ein Freund der Überraschung bin, ist für mich diese ganze Debatte der Kontaktschuld, da darfst du nicht hin, wenn du das machst, dann bist du dort nicht mehr gern gesehen. Das sind für mich keine Kriterien. Ich habe in meiner Arbeit immer dafür gearbeitet, überall alles sagen zu können. Das ist mein großes Ziel und da habe ich auch... Ja, es ist ja auch viel spannender. Es ist doch 100-mal spannender, wenn ich mir jetzt so ein Gespräch angucke, als wenn ich jetzt Reichelt und irgendeinem aus seiner Bubble da zuhöre, den Ralf Schuler oder sowas. Oder genauso jetzt Schröder, sie unterhält sich mit, was weiß ich, Sarah Bosetti oder so. Ist so langweilig. Das ist doch viel interessanter. Da geht es doch wenigstens zur Sache. Den Eindruck, mittlerweile in einer Position angekommen zu sein, wo ich auf dieses Klein-Klein keine Rücksicht mehr nehmen muss. Bedrückt Sie das, dass das so ein allmächtiges, ja nahezu tägliches Phänomen geworden ist, wo, zu wem, mit wem, an wessen Seite man was sagen sollte oder besser nicht sagen sollte? Ich beobachte es mit Erstaunen, bin aber selber jemand, der das ehrlich gesagt nicht so beweint. Weil, wie gesagt, für mich gilt es nicht. Für mich gilt das Diktum der Freiheit. Und das Diktum der Freiheit ist, es geht darum, das zu sagen, was einem wichtig ist. Und solange man diese Möglichkeit hat, ist es zweitrangig, wo man das tut. Solange die entscheidende Botschaft dabei ist.
Kommen wir zu Ihrem großartigen Buch Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Der entscheidende Aufkleber ist drauf. Spiegel-Bestseller ist auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen, spricht für das Buch. Und es ist ein unglaublich zeitgemäßer Titel, den alle politischen Lager halten, derzeit vermutlich das jeweils andere Lager, für komplett wahnsinnig. Und vor allem Gratulation zu Ihrem wahnsinnigen Instinkt, den Sie in diesem Buch bewiesen haben. Denn Sie haben... Langsam hier oben eine Platte, guck mal hier, ne? Der reichelt hier. Langsam gehen ihm die Haare aus. Wahrscheinlich auch vor was weiß ich, vor Dauerangriffen oder keine Ahnung. Für dieses Buch den Chef der Identitären Bewegung, Martin Sellner, interviewt. Und zwar mehrfach, ausführlich getroffen, ausführlich mit ihm gesprochen. Der Mann ist im Moment natürlich das Thema in Deutschland, in allen Nachrichten. Derjenige, der auf dieser Potsdam-Konferenz über das Thema Remigration gesprochen hat, woraus manche abgeleitet haben, es wäre die massenhafte Deportation von Deutschen gefordert. Inzwischen sagt Korrektiv, ganz so haben wir es doch nicht gemeint. Aber die Frage, die die meisten Menschen ja gar nicht beantworten können, wie ist Martin Sellner? Martin Sellner ist als Mensch sehr freundlich, sehr gebildet, sehr intelligent, sehr belesen, weiß, worüber er redet, probiert Gedanken aus, die nicht meine sind, überhaupt nicht. Aber er ist jemand, der sehr gut sortiert ist und der versucht, die Rolle des Rechtsintellektuellen auszuspielen, was ihm streckenweise auch gelingt. Haben Sie in Martin Sellner etwas Böses oder das Böse entdecken können? Ich kann grundsätzlich in niemandem das Böse entdecken, weil mein Buch ja versucht zu zeigen, dass es das... Das gibt es nur in schlechten Filmen, dass der Böse auch böse aussieht, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Böse nicht gibt. Das heißt, für mich ist das Böse keine Kategorie. Für mich gibt es auch nicht Feinde. Es gibt vielleicht Gegner. Und dazu würde ich das, was Martin Sellner sagt und zählt, denken. Genau wie Martin Sellner übrigens mich zum erbittertsten Gegner erklären würde, in dem, wie wir uns die Welt vorstellen oder wie wir uns die Welt vorstellen, in der wir gern leben wollen. Insofern ist er definitiv nicht das Böse. Er möchte nur etwas realisieren, wovon ich glaube, dass das nicht einer freien, demokratischen Gesellschaft entspricht. Im Gegenteil, weil ich es auch für gefährlich halte. Und weil ich auch das, was die AfD will, für sehr gefährlich halte und dass die erbittertsten Gegner sind für mich. Weil ich glaube, dass das eine Welt ist, die viel schlimmer, dramatischer und unfreiheitlicher wird, als wir uns das im Moment vorstellen können. Und deswegen ist er ein entschiedener Gegner. Nicht mehr und nicht weniger. Würde ich ihn zum Feind machen, würde ich ihn adeln. Dann würde ich sein Spiel spielen. Dann würde ich auch das Spiel der Extremisten spielen. Und das möchte ich nicht. Halten Sie Martin Sellner tatsächlich für eine Bedrohung? Also diese Potsdam-Konferenz ist ja intoniert worden, teilweise als quasi zweite Wannsee-Konferenz und damit ja in direkte Linie zum Nationalsozialismus gestellt worden. Halten Sie Martin Sellner als Person und als Figur in dieser Szene für eine Bedrohung, die etwas Vergleichbares auslösen könnte? Oder ist das übertrieben? Macht man ihn dazu groß? Man muss aufpassen, dass man diese Menschen nicht glorifiziert und dass man nicht dem Ansatz erliegt, dass man einer Faszination des Bösen erliegt. Das habe ich in meinem ganzen Buch versucht, das will ich auch hier. Weil in dem Moment, in dem wir fasziniert sind, in dem Moment stellen wir jemand auf einen Sockel, wo er vielleicht nicht hingehört. Ich glaube, dass Martin Sellner Ideen hat für seine Sphäre, für die Menschen, für die er denkt und arbeitet, die zum Teil besser, zum Teil schlechter sind, aber die da sind und die besser durchdacht sind als vieles, was Parteipolitiker in diesen Tagen fordern und denken. Deswegen, glaube ich, laufen sie ja dann auch nach Potsdam, weil sie den Eindruck haben, da ist jemand, der die Linie bis zu Ende denkt. Und das ist, glaube ich, schon der Fall. Inwiefern besser durchdacht? Inwiefern ist es besser durchdacht bei Sellner? Das ist insofern besser durchdacht, als dass jemand ist, der den ganzen Tag als Aktivist die Zeit hat, sich die Gedanken zu machen, die Parteipolitiker sich gar nicht machen können. Naja, Sellner ist halt klug genug, sich immer sehr gewählt auszudrücken. Also man hat von dem noch nie Beleidigung oder wirklich direkt antisemitische oder rassistische Aussage gehört. Er versteht es halt immer, die Dinge sehr gut in Worte zu kleiden. Und man versteht trotzdem, was er meint und was er will, aber er ist halt klug genug, das so zu sagen, dass man da nicht irgendwelche Snippets draus ziehen kann, die man dann überall verbreiten kann.
Da ist er sogar klüger im Grunde genommen als Höcke, weil Höcke ja bei manchen Reden, die er gehalten hat, schon mal hier und da einen rausgehauen hat, was immer wieder hervorgekramt wird. Da ist Sellner ein bisschen klüger, tatsächlich rhetorisch. Der vielleicht auch schlauer, intelligenter ist als viele andere. So, ja, das heißt, eben. Er hat die Zeit, er hat den Raum und er hat die Zeit, die Bücher zu lesen. Und da kommt man auf andere Gedanken, als wenn man im politischen Tagesgeschäft beschäftigt ist. Das glaube ich schon. Und insofern denke ich schon, dass er da in dieser Zeit, die er hat, für die Bewegung sehr viel rausholen kann. Wie gefährlich er am Ende des Tages ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, man sollte diesen Menschen als Alleinstellung und als eigene Möglichkeit nicht zu viel zuschreiben. Was hat Sie am meisten überrascht an dieser Figur? Mich hat am meisten überrascht, wie interessiert er ist am Austausch. Also das heißt, dass er zuhört, dass er tatsächlich von mir als jemandem, der nicht in seiner Welt und in seinem Spektrum ist, tatsächlich auch etwas hören will, was er sonst nicht hört. So ein bisschen wie bei Ihnen heute. Ne? Zu Ihnen kommen ja auch nicht Leute aus meinem Spektrum. Also ist es ja vielleicht für Sie auch interessant, was ich zu sagen habe. Das heißt, das würde Sie mit Martin Sellner verbinden. Nein, gut, also ich glaube, Neugierde ist nichts. War denn Sellner schon mal zu Gast bei Reichelt oder bei News oder so? Haben die den schon mal eingeladen? Die machen das, glaube ich, auch nicht, ne? Also das trauen sie sich dann nämlich auch nicht, weil sie nämlich dann auch Angst haben, ach du je, wenn wir den jetzt einladen, dann kriegen wir es von allen Seiten. Oder war der schon mal da? Kann mich gerade nicht erinnern. Wofür man sich schämen muss, egal mit wem sie einen verbindet. Nein, aber Martin Sellner sagte zu mir, endlich hat er mal einen Linken, mit dem er reden kann. Gut, ich weiß nicht, wie links ich bin, aber ich bin sicher in der Wahrnehmung sehr links. Aber endlich hat er mal einen Linken, mit dem er reden kann. Und ich rede heute auch mit Ihnen. Also haben Sie auch endlich mal einen Linken, der mit ihm reden kann. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir endlich mal einen Linken hier haben. Die wenigsten trauen sich nämlich. Ja, ich weiß. Ja, aber ich bin ja auch kein Linker. Das ist das Problem. Trauen Sie Martin Sellner zu? Ja, bei Fellner live war er mal. Ja, das ist auch super. Das habe ich immer auf YouTube, gibt's das, ne? Dieser alte Fellner war das noch. Der ist, glaube ich, mittlerweile in Rente. Ich glaube, sein Sohn macht das mittlerweile. Der Niki Fellner oder wie heißt der? Wo er dann sagt, sie sind ein Nordsee-Orsch. So, ich sag's Ihnen ganz offen, sie sind ein Nordsee-Orsch in der Sendung. Und das hat Sellner auch einfach amüsiert denn zur Kenntnis genommen. Also der Sellner, der ist ganz schwer angreifbar. Der hält immer die Contenance, der begibt sich nie auf das Niveau seines Gegenübers, wenn es irgendwie beleidigend oder niveaulos wird. Also das muss man ihm lassen. Das muss man ihm lassen. Also das kann er wirklich gut. Das zu wollen, was jetzt behauptet worden ist. Ja, Wolfgang war der Alte. Niki ist der Sohn, der jetzt die Sendung macht. Das meinte ich ja. Ich meine noch den Alten. Wolfgang Fellner, genau. Was ist denn mit dem? Ist der schon tot? Nein, der ist im Ruhestand wahrscheinlich. Oder hat die Sendung abgegeben oder was, ne? Aber der macht das ja offenbar nicht mehr. Aber damals hat er das ja noch gemacht. Das ist schon 3-4 Jahre her oder so, glaube ich. Oder war das sogar noch vor Corona? Ist schon ein paar Jahre her. Ist Millionen Menschen zu deportieren. Auch Menschen, die einen deutschen Pass haben, die nach ethnischen Kriterien ausgewählt werden. Und da hat Sellner nämlich zu ihm zurückgesagt, ja, sie laden mich ja auch nur ein, weil sie unbedingt Quote haben wollen mit ihrem Sender. Und da hat er ja auch recht. Ne? Also alle verdammen ihn, den Sellner. Aber natürlich lädt ein Sender wie dieses ÖTV, die laden ihn natürlich deshalb ein, weil sie genau wissen, das gibt ordentlich Klicks. Ne? Und das ist ja sozusagen, das ist ja im Grunde das Heuchlerische daran letztendlich. Ne? Trauen Sie dieser Bewegung das zu, nach dem, was Sie im Gespräch erfahren haben? Ich würde sagen, ja. Ich muss journalistisch korrekt sagen, er selbst leugnet das und das gilt es anzuerkennen als seine Position. Ich traue das dieser Bewegung absolut zu, weil es darum geht, eine, sagen wir, homogene Volksgemeinschaft zu schaffen. Und die Willkür dieser Bewegung besteht darin, dass nicht klar ist, wer
dazugehört und wer nicht. Und das lässt sich, glaube ich, wie so ein Scharnier austauschen. Je nachdem, weil wie es gerade passend ist, sorgt man dafür, dass diejenigen dazugehören, die einem gerade passend erscheinen oder auch nicht. Und deswegen ist ja auch der Fakt, dass rechtsextremes Denken wie ein Trichter funktioniert. Das heißt, sie können ja jederzeit wieder etwas abschichten. Also gerade sind es die Menschen ohne deutschen Pass, die weg sollen, oder die Kriminellen, dann sind es vielleicht die mit deutschem Pass, vielleicht auch nicht. Dann sind es aber vielleicht auch behinderte Menschen. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht so genau. Aber es ist immer alles möglich. Und das ist ja auch in den Texten auch von Höcke nachzulesen. Rechtsextrem, haben Sie gerade gesagt. Ich habe ein YouTube-Video von Ihnen gesehen, wenige Tage alt. Da rufen Sie auf, zu diesen Demonstrationen zu gehen oder erklären, warum Sie diese Demonstrationen gut finden. Und interessanterweise sagen Sie gleich in den ersten Sätzen, es geht um den Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Rechts- und Rechtsextremismus. Machen also ganz bewusst nicht diese Unterscheidung in diesem Video. Ist das für Sie eins, Rechts- und Rechtsextremismus? Fließt das in, wollen Sie gegen rechts demonstrieren oder trennen Sie da noch? Oh, ich trenne da sehr scharf. Dann ist mir das wahrscheinlich in der Live-Situation rausgerutscht. Das täte mir natürlich sehr leid, weil ich nur gegen Rechtsextremismus bin. Wir haben nur in Deutschland diese Differenzierung nicht, was wahrscheinlich an unserer Geschichte liegt. Also in Frankreich zum Beispiel gibt es ja veritable Rechtsintellektuelle, die nichts rechtsextrem sind. Das haben wir hier so nicht. Das ist auch nachvollziehbar. Ich finde es vollkommen in... Die haben wir schon. Natürlich haben wir die. Die finden nur in den etablierten Medien nicht statt. So würde ich es mal ausdrücken. Da sind die Franzosen ein bisschen anders drauf, auch aus der Tradition heraus, klar. Ordnung, rechts zu sein. Ich finde es vollkommen in Ordnung, rechtskonservativ zu sein. Mein Problem beginnt beim Rechtspopulismus und geht noch weiter und wird extremer beim Rechtsextremismus. Da habe ich ein Problem. Alles davor, was konservativ ist und eine liberale Grundstruktur unserer Gesellschaft anerkennt, respektiert und umsetzen möchte, darf es gerne geben. Ich habe überhaupt nichts gegen Konservatismus, im Gegenteil. Rechtspopulismus ist ja auch ein spannendes Wort, ein Wort, was, kann man durchaus sagen, quasi zu einem politischen Kampfbegriff geworden ist. Jetzt nicht unbedingt von Ihnen, aber so verwendet wird. Also mal platt zusammengefasst kann man sagen, alles, was irgendwie grüner Politik widerspricht, läuft sehr schnell Gefahr, Rechtspopulismus genannt zu werden. Also, wer gegen das Heizgesetz ist, war ein Rechtspopulist. Wer sagt, beim Bürgergeld incentivieren wir vielleicht, dass die Leute am Ende nicht mehr arbeiten, sondern lieber Rechtspopulismus. Also, so würde ich es nun nicht sagen, aber wer eben sofort in so eine hetzerische Sprache umschlägt und unser Land geht da nieder und wir gehen alle vor die Hunde und was weiß ich, und Diktatur und Demokratie wird abgeschafft und solche, wenn es gleich wieder in solche Begrifflichkeiten geht, dann würde ich von Rechtspopulismus sprechen. Also immer gleich so ein Angstszenario damit reinzubringen, anstatt einfach sachlich über so ein Thema irgendwie zu sprechen und zu widersprechen. Mit dem Wort Rechtspopulismus, wird noch schneller gezogen inzwischen als das Wort Nazi. Ist das nicht gefährlich? Oder was ist Ihre Analyse? Was passiert da, wenn einfach die andere Ansicht immer sofort so einen Sticker drauf bekommt? Was eigentlich mit Linkspopulismus? Was mit Gerd Schröder? Kinder Schinder wegsperren und zwar für immer. Ist das besser? Nein, da rennen Sie mir offene Türen an. Das ist kein bisschen besser. Ich würde immer noch Linksextremismus von Rechtsextremismus scharf trennen. Das ist wichtig in der Analyse, das ist nicht gleichzusetzen. Beides gibt es. Unterschiedlich. Aber diese Stigmatisierung im Diskurs, und zwar egal von welcher Seite, ist natürlich ein Problem. Das heißt, ich kann jemanden angreifen für das, was er sagt oder tut im Diskurs, wenn ich ihn an seinen Worten messe. Aber die einfache Zuschreibung, das ist rechts oder das ist links oder das ist grün oder was auch immer, das macht es natürlich einfach, die Welt zu strukturieren. Das gibt uns einen Überblick und das gibt uns eine Scheinsicherheit in einer Welt, die scheiße kompliziert ist und die scheiße unübersichtlich ist und wo es eben keine einfachen Lösungen mehr gibt. Und meine Arbeit besteht darin, dagegen anzuarbeiten, dass wir uns begnügen mit diesen simplifizierenden Begriffen, die am Ende alles klein und eng machen, statt uns wirklich auseinanderzusetzen mit dem, was man selbst und was andere denken. Kommen wir noch mal zu Martin Sellner zurück, den Sie vermutlich besser kennen als jeder Deutsche. Ich sage in diesem Zusammenhang mal Journalist, weil Sie haben ein journalistisches Buch geschrieben. Ja. Sie waren ganz eindeutig
journalistisch unterwegs ist, ist es aus meiner Sicht, und das mag viele überraschen, auch in keiner Weise ein aktivistisches Buch, sondern es ist extrem nüchtern. Sie gehen auch an schwierige Orte. Sie haben sich bei der Recherche, muss man sagen, enorme Mühe gemacht, Menschen auch zu überzeugen. Und bei Martin Sellner geht es um dieses eine Thema, dass er den großen Austausch nennt. Der große Austausch ist eines der beliebtesten und emotionalsten Themen im Rechten, Rechtsextremen, wie auch immer man das Lager jetzt definieren möchte. Sie sagen in Ihrem Buch oder versuchen zu widerlegen, dass es diesen großen Austausch gibt. Was mich interessiert, ich fand das Wort, die Wortschöpfung großer Austausch immer falsch und auch politisch dumm, weil sie offenkundig nicht anschlussfähig ist und weil vieles daran auch falsch ist. Deutsche werden nicht weggefahren, irgendwo, was beim Austausch ja nur. Ja, eben. Beim Austausch bedeutet ja, dass wir in ein anderes Land müssen. Und die anderen kommen hierher. Das wäre ein Austausch. Das ist ja völliger Blödsinn, ja. Das ist ja genauso wie dieses, mein legendäres Interview mit Akif Birinci. Ich hatte mir ja auch dann damals zur Vorbereitung einige seiner Bücher besorgt. Und er hat ein Buch, Die Umvolkung, nennt er das ja. Was genauso ein Quatschbegriff ist. Notwendig wäre, deswegen fand ich diesen Begriff nie zutreffend. Aber das, was viele Menschen in ihrem Leben ja tatsächlich erleben, ist, dass ihre Städte, ihre Umfelder sich auf eine Art und Weise ändern, die sie als Austausch empfinden mögen. Da, wo früher der deutsche Schlachter war, ist heute der Dönerladen. Da, wo früher der Bäcker war, ist heute der Handyladen. Fußgängerzonen haben sich geändert. Der Goldladen ist neben der Shisha-Bar und dem Laden, wo ich Telefonkarten kaufen kann, wo früher Chibo war und so weiter. Verstehen Sie, dass Menschen, auch wenn man diesen Begriff nicht teilt, das als so etwas wie Austausch ihrer Lebensrealität empfinden mögen? Es ist eine Veränderung der Lebensrealität und die ist nicht neu. Die gibt es seit Jahren und die gibt es überall. Das ist zu beobachten. Das ist eine Folge der globalisierten Welt. Ich bin sehr zurückhaltend dabei zu legitimieren, dass jemand darin einen Austausch sieht, weil der Ja, ich meine, das ist jetzt bei mir hier vor der Tür auch. Wir haben hier einen Friseur und wir haben hier einen Bäckerladen. Und so weiter, das ist auch alles von Muslimen betrieben. Aber ich sag mal, der Laden, wo jetzt der Friseur drin ist, der stand lange, lange Zeit leer. Da war gar nichts drin. Also es hat dann auch offenbar auch keinen Deutschen gegeben, der irgendwie einen Laden hätte aufmachen wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oha, der vermietet seine Läden aber nicht an Deutsche. Sondern er sucht sich ganz bewusst oder von staatlicher Seite sozusagen befördert Muslime aus, um denen den Laden zu vermieten. Das ist ja Quatsch. Also es gibt offenbar unter Muslimen vielleicht auch gerade mehr so einen Geschäftssinn, vielleicht so kleine Läden zu betreiben, weil es oft auch Familienunternehmen sind. Da macht die ganze Familie mit und bringt sich ein und arbeitet mit. Und das ist vielleicht unter Deutschen vielleicht nicht mehr so verbreitet, keine Ahnung. Also das hat ja mehr was mit Geschäftssinn zu tun. Also da sehe ich jetzt nicht in irgendeiner Form etwas drin, was jetzt irgendwie auf einen Austausch oder irgend sowas hindeutet. Sondern es ist ja jedem Deutschen freigestellten Laden aufzumachen. Also ich wüsste nicht, was. Ich habe ja auch mal ein Alzheimer-Filmstudio aufgemacht und ziehe jetzt woanders hin. Und da hat mir auch keiner gesagt, ja, tut mir leid, wir müssen leider Muslime vorziehen. Wie können wir das nicht vermieten? Das ist ja Quatsch. Also das ist ja Blödsinn, ne? Also daran kann das ja nicht liegen. Das muss ja andere Gründe haben. Das muss ja an der falschen Politik liegen, offensichtlich, dass Selbstständigkeit, gerade mittelständische Unternehmen, offensichtlich oftmals nicht genug gefördert werden oder auch Familienunternehmen, kleine Familienunternehmen vielleicht gerade im Handelsbereich nicht genug gefördert werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Begriff großer Austausch ist ein verschwörungsmythologischer Begriff. Und ja. Ich möchte auch nicht, dass Menschen es sich so einfach machen und sagen, naja, ich fühle hier sowas wie einen Austausch. Man kann Veränderungen fühlen, aber es gibt täglich Veränderungen in unserem Leben, die uns mehr oder weniger gut gefallen. Es gibt täglich Dinge, die anders werden, die nicht schön sind. Es gibt Menschen, die uns sympathischer und weniger sympathisch sind. Deswegen würde ich sagen, diese Veränderung anzuerkennen, ja, das ist das eine. Und es muss einem auch nicht jede Veränderung
sympathisch sein. Aber darin einen Austausch zu sehen und damit die... Was mich bei Bäckereien zum Beispiel eher nervt, ist diese Gleichartigkeit. Die haben alle genau dasselbe im Angebot. Das Franzbrötchen, das ist jetzt hier etwas Norddeutsches, das kennt ihr im Süden nicht. Oder die Laugenstange, das Laugenbrötchen, die Käsebrezel. Und das ist alles ein jeder Laden hat das Gleiche. Also es gibt nicht mehr den klassischen Konditor, der selber eigene Kreationen backt und sagt, so, liebe Kundschaft, das ist hier alles in meiner Backstube gebacken, das sind meine eigenen Kreationen, dieses Brot und dieses Brötchen. Das ist leider mittlerweile sehr, sehr selten geworden, was ich sehr schade finde. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern, da gab es eine Bäckerei, da gingst du rein, da hat es schon so wunderbar gerochen, wenn du da reingegangen bist. Und da hast du diese Auslage gehabt mit unglaublich tollen Brötchen, die von denen selbst gebacken wurden in der Backstube, die hinterm Laden war. Das gibt es ja leider, das gibt es in der Form leider nicht mehr. Und das ist auch egal, ob es ein Türke oder ein Deutscher betreibt, den Bäckerladen. Das ist alles dasselbe. Ne? Das ist, ja, keine Ahnung, vielleicht hat auch keiner mehr Bock, morgens um 3 aufzustehen, um sich in die Backstube zu stellen. Das ist ja auch, ist ja auch harte Arbeit. Ne? Das sind so Jobs, die sind heutzutage natürlich nicht mehr so angesagt, wie sie das vor ein paar Jahrzehnten noch waren. Ja, das ist eine Veränderung der Zeit. Ja. Diesen Leuten das Wort zu reden, die so tun, als gäbe es eine Elite, die von heute auf morgen dafür sorgt, dass wir weg sind. Oder als gäbe es eine Ethnie, die uns austauscht, was einfach Bullshit ist. Das darf nicht passieren. Und da muss man scharf trennen. Und das darf man auch als Gefühl den Menschen nicht durchgehen lassen. Naja gut, es gibt in der Politik, vor allem jetzt auch bei den Grünen, das muss man ja klar sagen, immer noch die Illusion, offensichtlich, dass eine multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft funktionieren würde und dass sozusagen das ein Beitrag zum Weltfrieden sei, wenn wir alle multikulturell und multireligiös miteinander leben. Aber das ist halt ein Irrweg, der nicht funktioniert. Ein Irrweg, der im Gegenteil die gesellschaftlichen Konflikte immer schärfer werden lässt, für immer mehr Aggressionen sorgt, für Sprengstoff in der Gesellschaft sorgt. Das ist halt das Problem. Ne? Und insofern, ja, vollkommen richtig. Helmut Schmidt hat das noch gesagt zu Lebzeiten, und der war SPD-Politiker bekanntermaßen. Jede Gesellschaft kann halt nur einen gewissen prozentualen Anteil an Migration vertragen. Wenn das zu viel wird, dann kippt das irgendwann und dann wird es für eine Gesellschaft schwierig. Ja. Und in Deutschland gibt es da offensichtlich bestimmte Strömungen, die nach wie vor der Meinung sind, dass das ein richtiger Weg wäre. Ne? Es gibt Migrationspolitik seit im Prinzip 2015. Die Zahlen sind offensichtlich, zu einem enormen Zuzug von Menschen nach Deutschland geführt hat. Die sehr, sehr, sehr viele, zu viele von denen sind sich eigentlich alle einig, befinden sich nicht im Arbeitsmarkt, sondern befinden sich im Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen, wollen vielleicht auch deswegen nach Deutschland. Und ich habe neulich bei Markus Lanz, hat mich erstaunt, eine spannende Talkshow gesehen, wo Menschen, die sich mit Migration und der Zukunft unseres Landes beschäftigen, ja, fast euphorisch kann man sagen, wie schön es ist, dass inzwischen viele deutsche Städte sehr nah dran sind an 50% oder drüber Migrationshintergrund. Ist es nicht selbstverständlich, ist es nicht eigentlich die logische Konsequenz, dass Menschen sich da ausgetauscht irgendwann fühlen, egal was man von diesem Wort hält? Nein, weil diese Menschen doch auch wollen, dass ihr Leben funktioniert. Und ihr Leben funktioniert doch nicht ohne Zuwanderung. Ihr Leben funktioniert doch nicht, ohne dass Menschen da sind, die aus anderen Gegenden zu uns emigriert sind. Das können Menschen sein, die aus Europa kommen oder nicht aus Europa. Also ich finde die Debatte so verlogen. Auf der einen Seite sagt man ja... Ja, das ist immer ein Unterschied. Und das ist auch das, was man immer wieder auch halt auch so klar und deutlich äußern soll. Es ist ein Unterschied, ob 1 Million Ukrainer nach Deutschland kommen oder 1 Million Syrer oder 1 Million Afghanen. Das ist ein großer Unterschied, weil das eben hier ein Clash of Culture bedeutet, der ist eben, der schwierig ist und der eben auch für entsprechenden Sprengstoff in der Gesellschaft sorgt. Also es ist eben nicht egal, ob sie aus Europa kommen oder aus anderen Ecken der Welt. Das ist nicht egal, das ist ein Unterschied.
die armen Menschen fühlen sich jetzt ausgetauscht. Auf der anderen Seite sind das die gleichen Leute, die die Vorteile dieses Lebens wollen, die ihren Döner kaufen wollen, die zum Italiener gehen wollen, die die Vorteile nutzen, dass es bei uns bunt ist, dass wir ein buntes Leben führen können, dass es alle Möglichkeiten gibt, es so viele... Ja, dieses Wort bunt, das ist für mich auch ein populistisches Wort. Das verharmlost Dinge, finde ich, massiv. Ja, wir wollen auch eine bunte Gesellschaft. Wir wollen auch eine vielfältige Gesellschaft. Vielfalt, Vielfalt. Ja, nee, das klingt zwar schön, aber wenn man den Vorhang aufmacht und dahinter guckt, finde ich es eher problematisch. Unterschiedliche Ethnien bei uns gibt. Und wenn wir wirklich das Leben wollen, in dem all das nicht mehr stattfindet, dann ist unser Land morgen am Ende und es wird überhaupt keine Vielfalt mehr geben. Und das ist für mich das Verlogene an der Debatte. Man kann nicht das eine beklagen, aber das andere, wenn es passt, trotzdem leben. Der Döner und der Italiener sind das eine Beispiel. Ich glaube, es gibt nur sehr, sehr, sehr wenige Menschen in Deutschland, die sagen, wir wollen nie wieder zum Italiener, gehen alle raus. Und ich glaube auch, dass selbst... Kein Mensch hat was gegen Italiener. Das ist doch gleich der Punkt. Das höre ich, sowas höre ich nun überhaupt nicht, dass Leute sagen, alle Italiener raus oder Spanier oder was weiß ich, das ist doch Quatsch. Es geht ja gar nicht um die Ethnie, es geht immer um die Religion, das ist das Entscheidende. Es gibt ja auch Muslime, die man ja da als Muslime gar nicht bezeichnen kann, die nicht religiös sind, die bewusst sich dafür entschieden haben, keinen Glauben auszuüben und die teilweise deswegen ja auch aus ihrem Land geflohen sind. Und das sind auch natürlich welche, die viel angenehmer im Umgang sind in der Gesellschaft, als diejenigen, die immer wieder eben so stark auf diesen religiösen Aspekt pochen und entsprechend auch so eine Intoleranz im Kopf mitbringen und teilweise eben auch religiös angestachelt eine gewisses Maß an Gewaltbereitschaft, ne? In den düstersten Ecken unseres Landes viele von denen vermutlich sehr gerne Döner essen gehen. Aber sehen Sie persönlich einen Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, der türkischen, der italienischen Migration der 60er, 70er Jahre, die zum Beispiel zu Gastronomie und so weiter geführt hat, oder dem typischen, der Gemüsehändler an der Ecke, mit dem sind wir auch befreundet, und der hauptsächlich arabisch-afrikanisch-afghanischen, in den weitesten Teilen illegalen Migration der letzten Jahre. Sehen Sie da einen Unterschied? Oder sagen Sie, das ist alles Vielfalt und ist doch schön und die werden sicher alle noch arbeiten, nachdem sie 6 Jahre Bürgergeld genommen haben? Wissen Sie, damals, als die Menschen kamen, die Sie gerade beschreiben und die Sie so ein bisschen als die guten Migranten mir unterjubeln wollen, damals gab es in der gleichen Zeit die Debatte, dass man sie Gastarbeiter nannte. Damals waren die Italiener das, was heute die Afghanen und die Araber sind. Aber auch damals gab es schon die größeren Probleme mit den Türken als mit den Italienern. Also soweit ich war auch noch ein Kind oder war noch gar nicht geboren zu der Zeit. Aber was man so im Nachhinein hört oder was man so liest, auch damals hat man das ja schon durchaus unterschiedlich betrachtet. Es gab auch damals schon mit Türken durchaus hier und da Probleme in der Gesellschaft. Das ist ja nicht erst jetzt seit 2015 so. Die Probleme gab es doch durchaus früher schon. Aber natürlich sind Türken, dadurch, dass sie eher auch europäisch orientiert sind, eher natürlich noch eine Stufe harmloser, sage ich mal, als eben die wirklich als Flüchtlinge aus Ländern kommen, die wirklich religiöse Diktaturen und religiöse Gottesstaaten sind. Das ist doch noch eine ganz andere Nummer, das ist doch klar. Damals waren diese Menschen, die ausgegrenzt sind. Das würden Sie sagen. Die Italiener waren das, was heute die Afghanen sind. Weil die Italiener sind in den meisten Fällen zum Arbeiten nach Deutschland. Damals nannte man sie Zitronenbaumschüttler. Damals sprach man davon, dass die Türken stinken und dass sie Kanaken sind. Das sind ja genau die Begriffe aus dieser Zeit. Damals wurden die in einer ähnlichen Art und Weise, ich möchte nichts gleichsetzen, aber in einer ähnlichen Art und Weise ausgestoßen, wie es heute mit Afghanen und Arabern versucht wird. So, das ist damals passiert. Dann sagte man später, es gab... Ich kann mich aber nicht erinnern, dass es massenhaft Messerangriffe gegeben hat, 34 pro Tag, und Bombenanschläge oder zumindest solche Sachen wie Breitscheidplatz in Berlin, solche Amokläufe und so weiter. Das hat es in der Form damals nicht gegeben.
Und natürlich hat sich auch da auch noch vieles verändert. Die Medienlandschaft hat sich verändert. Auch, dass Dinge auch eher vielleicht größer gemacht werden manchmal, als sie sind und skandalisiert werden. Das ist auch klar. Da spielt noch vieles mit hinein. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt wirklich so einfach miteinander mit damals vergleichen kann. Also das kann ich jetzt so nicht sehen. Es gab den berühmten Satz, wir wollten Gastarbeiter, es kamen Menschen. Freunde. Genau, oder Menschen, Max Frisch. So, und das heißt, man hat plötzlich gesehen, das sind ja doch nur Menschen. Am Anfang dachte man, das ist der Albtraum, wie sollen wir die alle hier integrieren? Die kommen doch mit einer ganz anderen Kultur, die kommen aus einer anderen Gegend. Natürlich war es Europa, heute verstehen wir das nicht mehr. Und deswegen bin ich sehr zurückhaltend mit Vergleichen und bin sehr zurückhaltend damit zu sagen, das heute ist etwas anderes, weil damit ist man schon auf der abschüssigen Rampe dahin zu sagen, die damals, das waren die guten Migranten, aber heute, da kommen die von weiter weg, das sind doch eher latent die Barbaren, wer weiß, was sie wollen. Und dagegen verwehre ich mich. Glauben Sie, dass Einwanderung... Ja, klar, natürlich, man darf das nicht pauschalisieren. Das ist ja oft immer der Fehler, dass man eben pauschalisiert. Natürlich, es gibt auch viele, die gerade eben vor solchen Regimes fliehen und nach Deutschland kommen, die, was weiß ich, vielleicht, weil sie schwul sind oder weil sie eben genau gegen diesen Gottesstaat sich aktiv eingesetzt haben und so weiter. Und das sind ja auch dann Leute, wie gesagt, die haben ja auch meistens der Religion dann abgeschworen, weil sie Religion in schlimmster Art und Weise von staatlicher Seite erlebt haben in ihrem Heimatland. Von denen redet ja auch keiner. Das ist glaube ich nicht das Problem, sondern das sind eher andere Teile der Flüchtlinge, die da Probleme machen. Aus Kulturen, die weitestgehend islamistisch sind, nicht muslimisch, islamistisch, Afghanistan zum Beispiel. Glauben Sie, dass das Deutschland besser und bunter macht? Das kann ich nicht beurteilen. Ich schließe es nicht aus. Zunächst einmal ist Was Migration deutet für Sie darauf hin? Würde mich interessieren. Was deutet für Sie darauf hin, dass jemand aus einer, ich sage es bewusst, würden Sie nie so formulieren, Steinzeitkultur, wo Schwule vom Dach geworfen werden oder man wirft eine Mauer auf sie oder man köpft und steinigt die Frau und so weiter, dass wenn der mit 18, 19 aus Kunduz, Kandahar hierher kommt, nichts gelernt hat in seinem Land, was deutet für Sie darauf hin, dass der unser Land besser machen wird? Wer sagt, dass der nichts gelernt hat in seinem Land? Das ist ja eine Unterstellung. Vielleicht hat er da sehr viel gelernt. Vielleicht ist er sehr qualifiziert. Also die Zahlen deuten sehr darauf hin, dass es nichts gibt, was man als Qualifikation im deutschen Arbeitsmarkt anbieten könnte. Naja, aber wir brauchen ja viele Qualifikationen. Abgesehen davon zeigen alle Studien, dass Menschen, die in einem Land ankommen, sich der Kultur des Landes anpassen, in dem sie sind. Das können sie in allen Studien zum Thema Migration nachlesen. In Studien schon, aber ich muss das heißt, sagen, ich erlebe es nicht. Nee, darum geht es ja nicht, was Sie jetzt erleben. Es geht ja darum, aber viele Menschen erleben das nicht. Aber Sie sehen das doch, was damals war in den 60er und 70er Jahren, was heute ist. Und wenn Sie sich angucken, dass die Menschen in Deutschland oder in anderen Ländern, übrigens in ganz Europa, ist ein weltweites Phänomen, dass sich Menschen, die migrieren, immer den Ländern anpassen, in denen sie sind. Vor allem über mehrere Generationen. Das lässt sich nachweisen. Da sind wir wieder beim großen Austausch, den es nicht gibt. Also, es gibt keinen großen Austausch. Naja, das ist das Denken damals gewesen, nach dem Motto, die türkischen Einwanderer, die bei uns bleiben, die setzen ja dann Kinder in die Welt und die nächste Generation, die wird ganz automatisch ja, das werden ja quasi Deutsche sein, die werden sich mit Deutschland identifizieren, die werden genauso denken wie deutsche Kinder und die werden ja komplett weg sein von dieser Mentalität. Und das war ein großer Irrtum, dass das so ist. Im Gegenteil, diese Generation ist sogar noch radikaler als die Eltern- und Großeltern-Generation. Ne? Und das hat, was da wiederum die Gründe sind, ja, da kann man jetzt auch lange drüber spekulieren. Das ist eine Art Solidarität dieser Menschen untereinander, weil sie teilweise auch vielleicht immer wieder Vorurteilen ausgesetzt werden oder Klischees ausgesetzt werden, weil sie vielleicht aufgrund ihres Namens schlechter behandelt werden oder ihres Aussehens oder auch hier und da vielleicht rassistische Dinge erleben. Das spielt alles auch natürlich immer damit rein. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges gesellschaftliches Ding. Da könnte man jetzt, da sind schon ganze Bücher drüber geschrieben worden, ganze wissenschaftliche Studien drüber gemacht worden, dass natürlich das eine auch eine Reaktion auf eine Gegenreaktion wiederum bedeutet. Sehr schwierig. Sehr schwierig.
Austausch deshalb, weil die Geburtenraten über die Generationen sich den Ländern anpassen, in denen die Menschen dann sind und ja auch zu Hause sein wollen. Und es kommen ja nicht die Mehrheit aller Menschen hier hin und sagen, ich bin in Deutschland, jetzt zünde ich alles an und haue und steche alle nieder. Das ist ja ein plumpes rechtspopulistisches Klischee. Aber aus Ihrer Beobachtung hieße das ja, dass die, sagen wir mal, vierte Generation, die in Deutschland lebt, besser integriert sein müsste, besser angepasst sein müsste, wie auch immer man das nennen möchte, als ihre Eltern und Groß. Ist das wirklich Ihr Eindruck? Naja, zum Teil ist es ja so. Man kann das ja nicht komplett abstreiten und sagen, die sind alle so schlimm. Aber es gibt leider immer wieder genug Beispiele, wo das nicht so nicht ist. Ne, also natürlich, es gibt doch jede Menge junge Menschen mittlerweile oder auch mittleren Alters, die türkische Wurzeln haben, den merkst du das erstmal gar nicht an, dass sie ursprünglich, also so manchmal wie Sinans Woche zum Beispiel, der war ja bei mir kurz vor Jahreswechsel zum Interview, der ja auch türkische Wurzeln hat. Da wird sie ja auch, was hat der denn noch Türkisches an sich? Gar nichts. Also das kommt ja immer auch auf den Einzelfall an, klar. Aber es hat bei vielen klappt es halt natürlich so nicht. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die Eltern und die Großeltern das auch nicht fördern. Die wollen halt so einen türkischen Mikrokosmos aufrechterhalten. Da wird ja nur zu Hause Türkisch gesprochen, da wird kein Deutsch gesprochen. Man hat sich sozusagen seine eigenen kleinen Stadtteile, so wie Berlin-Kreuzberg oder hier in Hamburg, was weiß ich, Jenfeld oder Billstedthorn. Da hat man denn auch seinen türkischen Friseur, den türkischen Zahnarzt, den türkischen Lebensmittelhändler. Die sprechen alle Türkisch. Und dann hat man ja gar nicht gar keine Motivation, jetzt Deutsch lernen zu müssen. Ne? Und das ist in der Tat richtig. Aber das gilt ja nicht für alle. Aber das, um Himmels Willen, also das wäre natürlich schlimm, wenn da gar nichts passiert wäre. Natürlich sind ganz, ganz viele auch mittlerweile, haben noch irgendwelche Wurzeln, aber die sind mittlerweile im Denken und im Tun natürlich Deutsche, das ist doch gar keine Frage. Gehe ich sehr aus, dass das so ist. Ich hoffe es. Es ist eine Sache dieses Landes und es ist eine Sache, wie wir Integration angehen und wie wir sie politisch angehen und wie sie uns gelingt. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass wir in Deutschland keine Probleme haben oder dass Integration immer gut gelingt. Im Gegenteil, das ist sehr oft nicht der Fall und da muss sehr viel verbessert werden. Aber wenn man sich die Zeit über die Strecke anguckt, wenn man sich die Studien anguckt, sieht man, es ist möglich, wenn man es richtig anstellt. Passender Satz an dieser Stelle, we agree to disagree, das ist ein Satz, den Sie auch über Martin Sellner gesagt haben, eigentlich ja ein Hochamt unserer Debattenkultur. We agree to disagree, aber so, wir haben darüber geredet, wir haben beide vermutlich was rausgezogen. Warum fällt dieser Satz, we agree to disagree, und nicht nur dieser Satz, sondern tatsächlich auch die Einstellung, die Fähigkeit, diesen Satz zu leben? Warum fällt der so vielen Menschen, ich würde sagen... Und warum kann man es nicht auf Deutsch sagen? Warum muss das ein englischer Satz sein? Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Kann man auch sagen. So vielen Linken inzwischen so schwer. Der fällt nicht nur Linken schwer, ich glaube, der fällt sehr vielen Menschen sehr schwer. Ich glaube, weil sie den Eindruck haben, dass man sich einig sein muss oder dass man so eine Harmoniesoße über alles gießen muss, weil der produktive Streit in der Sache schwer produktiv zu machen ist, was ich sehr schade finde. Weil wir müssen uns nicht einig sein. Und wir müssen uns ja nicht als Menschen verurteilen oder ablehnen, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir können einander kritisieren für das, was wir in der Öffentlichkeit sagen. Aber ich muss ja deshalb nichts gegen Sie haben. Vielleicht bin ich gegen manche Ihrer Positionen. Vielleicht sind Sie gegen manche meiner Positionen. Aber sich darin nicht einig zu sein, das finde ich sehr produktiv. Und ich finde es sehr schade, dass da der Diskurs so eng ist. Weil was hat man zu verlieren? Ich kann ja höchstens dafür sorgen, dass Ihre Fans mich hassen. Aber das tun Sie vielleicht sowieso. Ich glaube, man muss, um ehrlich zu sein, ganz vorsichtig sein, auch wenn es eines der meistgenutzten Worte derzeit ist, mit dem Wort Hass. Ich glaube nicht, dass das Phänomen Hass in unserem Land überhaupt so verbreitet ist, wie immer unterstellt wird. Es wird ganz vieles Hass inzwischen genannt. Jede abweichende Meinung ist sofort Hass und Hetze. Ich habe es eingänglich gesagt, wenn man sagt, ich glaube, dass es nur Männer und Frauen gibt, Hass und Hetze. Ich glaube nicht, dass Hass ein so großes Thema ist bei Menschen und ein so tiefes, präsentes, ständiges Empfinden, wie uns das nahezu täglich von der Politik eingeredet wird.
Noch ein Thema, eine Frage zum Thema, mit wem darf man eigentlich reden? Die Kollegen von Welt TV planen ein TV-Duell Mario Vogt, der CDU-Vorsitzende von Thüringen, gegen Björn Höcke. Die sollen mal ihre Streitigkeiten und die Brandmauer und so weiter live im Fernsehen austragen, damit die Menschen sehen, woran sind wir denn bei diesen beiden Leuten. Und die Linken rasten voll. Ich hoffe nicht nur Welt plant, ich hoffe auch, dass der MDR das macht. Weil das ist ja nun Tradition und Usus, dass diejenigen, die eine Aussicht zumindest von den Umfragewerten her darauf haben, Regierungschef zu werden, natürlich auch in sich an einem Duell dann eben gegenübertreten. Also der MDR muss es auch machen. Die müssen es machen. Es nützt es. Dafür kriegen sie ihre Gebührengelder. Also es wäre skandalös, wenn sie es nicht machen. Kommen aus. Die SPD sagt, und das Ganze findet auch noch statt, am 11. April, an dem Tag, an dem ein Konzentrationslager in Thüringen befreit wurde. Wie kann man am Tag einer KZ-Befreiung mit Björn Höcke reden? Vollkommener Meltdown im linken Lager. Verstehen Sie das? Ich hätte es nicht am 11. April gemacht, ich hätte es am 20. April gemacht. Dann wäre es wenigstens konsequent gewesen, wenn Höcke kommt. Insofern, nächste Frage. Ja, das... ja, gut, also ich... Kann man drüber streiten. Ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt von Welt Absicht war, dass sie an diesen Termin irgendwie jetzt gedacht haben, dass da oder gewusst haben, dass da irgendwas in der Form jetzt irgendwie historisch bedeutsam ist. Mein Gott, ja, finde ich jetzt nicht dramatisch. Am 20. April wäre in der Tat lustig gewesen, das stimmt. Also für Sie kein Problem, mit Björn Höcke zu reden. Also ich finde, wenn man in den Diskurs produktiv geht, kann man das machen. Dann kann man sich da hinstellen und ihm offensiv widersprechen. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann ist die Debatte da. Die Frage ist, ob man jemanden hat, der ihm das Wasser reicht oder ob da jemand ist, der ihn gewähren lässt. Zweiter Timing-Volltreffer in Ihrem Buch Unter Wahnsinnigen, neben Martin Sellner, ist Horst Mahler, der... sagenumwobene, kann man ja fast sagen, ehemaliger Anwalt der Roten Armee-Fraktion, früher ein Linksextremer, heute ein Rechtsextremer, deutet ein bisschen darauf hin, dass bei den meisten Menschen, die Extremisten sind, Linksextrem und Rechtsextrem nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen und der Weg da zumindest sehr kurz ist. In Berlin laufen in diesen Stunden spektakuläre Verhandlungsmaßnahmen gegen die dritte Generation der RAF. Wie haben Sie den Verteidiger der Roten Armee-Fraktion, Horst Mahler, erlebt? Im Gefängnis, ohne Beine. Genau, ich habe ihm geschrieben, auch in Bezug auf dieses Buch, und es fing ein längerer Briefwechsel an, als er noch in der JVA in Brandenburg saß, da ist er ja mittlerweile nicht mehr, und wir schrieben uns Briefe. Und irgendwann sagte ich ihm, ich würde ihn gerne besuchen, und dann sagte er zu. Und dann bin ich... Horst Mahler, das ist nun wirklich ein Nazi durch und durch geworden. Und ich weiß nicht, ob das noch auf YouTube online ist. Es gab ja dieses Streitgespräch mit Michel Friedmann damals mal. Das haben sie mal aufgenommen. Und das Erste, was er gemacht hat, als dann die Sendung losging oder dieses Gespräch losging, dass er erstmal gesagt hat, Heil Hitler, Herr Friedmann. Und dann denke ich so, wer so niveaulos schon ein Gespräch beginnt, der hat sich ja schon selbst ins Abseits befördert. Also da finde ich dann auch... solche Leute, mit denen sollte man denn auch tatsächlich vielleicht die sich den Diskurs lieber ersparen, weil was soll das? Also das ist ja einfach nur bescheuert und das hilft ja nun auch niemandem. Dann bin ich hingegangen. Mahler ist heute jemand, der in den Verschwörungsmythen zu Hause ist, dessen Worte nur schwer versteh- bis übersetzbar sind. Er spricht noch immer wie gedruckt, aber das, was er sagt, ist nicht mehr zu verstehen. Er lebt in einer antisemitischen Welt, in der er im Grunde genommen irgendwo zwischen Hegel und Altem Testament unterwegs ist. Ich habe zum Glück mal Philosophie studiert und habe den Hegel-Anteil verstanden. Da muss man lange studiert haben, um zwischen Hegel und Altem Testament zu verstehen. Absolut. Im Alten Testament war ich nicht so firm, aber ich habe versucht, es dann auch nachzuvollziehen. Es ist nur noch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar. Das ist ein absolut tragisches Schicksal, weil der Mann ja hochintelligent war. Weil er eine jetzt wieder aktuelle Figur geworden ist und weil er beweist... Und da muss man wirklich... Der muss ja auch schon weit über 80 sein, Horst Mahler, oder? Wie alt ist der mittlerweile? Also der ist doch auch schon... ...seinem Satz folgen. Ich habe mir nie widersprochen, das hat er ganz oft gesagt. Ich bin mir immer treu geblieben.
Und in einer gewissen Hinsicht ist er sich immer treu geblieben. Weil der Linksextremismus und der Rechtsextremismus, also die Holocaustleugnung heute und... Ist es nicht gefährlicher, wenn man so eine Ideologie noch schön verpackt wie Herr Höcke? Nee, finde ich nicht. Weil jemand, der so grenzenlos ist und hart drauf ist, dass er auch ganz offen Heil Hitler sagt und auch sein jüdisches Gegenüber sofort gleich beleidigt, das ist in der Sprache schon sowas von gewalttätig, dass Horst Mahler jemand ist, der auch vor Ermordung, vor Massenmord nicht zurückschrecken würde. Das finde ich schlimmer. Also da kann man jetzt zu sagen, naja, gefährlicher ist der, der es nicht so deutlich sagt. In der Sprache drückt sich ja schon sehr viel aus, wie ich finde. Und insofern würde ich es so betrachten. Seine RAF-Tätigkeit liegen so weit nicht auseinander. Es gibt Linien, die diese beiden Extreme zusammenfügen, 88. Womit ich nicht sage, dass Links- und Rechtsextremismus das gleiche ist. 88 passt ja ganz gut von der Alterszahl her. Eigentlich müsste er jetzt sterben mit 88, oder? Dann wäre es wenigstens konsequent. Dann ist er auch genau in dem Alter gestorben, was auch noch passt, rein symbolisch zu ihm. Aber es gibt tatsächlich bei ihm Linien, die das erklären. Der Terror der Roten Armee-Fraktion und die Holocaust-Leugnung liegen nah beieinander. Ist tatsächlich mein Satz, wo wir jetzt agreeen können zu agreeen. Ich habe neulich spannender Film, Blackbox BRD, gesehen über die dritte Generation der Roten Armee-Fraktion, wo viele Weggefährten... Den habe ich auch. Der ist als Bonusmaterial mit bei der Bader-Meinhof-Komplex, bei der Edition, bei der Blu-ray-Edition mit drin. Toller Film, toller Dokumentarfilm. Blackbox BRD. Gefährten der RAF sich noch einmal interviewen lassen, Freunde, Unterstützer. Und es ist schon auffällig, dass man es da mit einer deutschen Spießigkeit dann Jahre später zu tun hat, die man ja jetzt auch auf den Fahndungsplakaten sieht, die mit dem linken Kampf von Che Guevara jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig. Also die meisten haben sich in ihrer Gartenlaube interviewen lassen. Und es wirkte halt, ja, als wäre das ein fließender Übergang zwischen sozusagen den beiden extremen Lagern in diesem Land. In einer gewissen Hinsicht ist es das, ja. Also ich würde sagen, bei Mahler ist es der Antisemitismus, der sich immer durchgezogen hat, der immer da war. Bei Mahler ist es eine ganz eigenartige Verkitschung des Dritten Reichs, was er als ein behütetes Großwerden beschreibt. Es hat mit seinem Vater zu tun, der Zahnarzt war und sich suizidiert hat nach dem Zweiten Weltkrieg, weil er immer noch glühender Nazi war. Also damit hat das viel zu tun. Aber es hat auch etwas damit zu tun, dass es natürlich Berührungspunkte der Extreme gibt. Und die Berührungspunkte der Extreme liegen eben da, dass sie am Ende des Tages immer dran glauben, dass es irgendeine Verschwörung gibt. Und das Ende jedes Verschwörungsmythos ist immer der Antisemitismus. Das trifft wirklich auf alle Verschwörungsmythen zu. Und da sind Linksextreme ja nun auch ansprechbar, was den Antisemitismus angeht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man klar sehen muss, dass dieser Hass, der jetzt heute auch wieder aktuell ist, sich gerade auch bei Linksextremen zeigt. Und beide Lager treffen sich letztlich in einer Ablehnung des liberalen Grundgedankens und des Liberalismus, insbesondere des amerikanischen Liberalismus, worin man die Geburtsstätte letztlich des Weltjudentums in ihrem Verschwörungsglauben sieht. Ostküstenhumor. Genau, ja. Das ist der gemeinsame Punkt, wenn man so will. Der Antisemitismus im Linksextremismus ist offenkundig. Okay. Nun sehen wir ihn nicht nur im Linksextremismus, sondern auch im linken Kulturbetrieb. Wir sehen ihn auf der Berlinale, wir sehen ihn ehrlicherweise auf den Demonstrationen, auf den einerseits nie wieder ist jetzt skandiert wird, Seite an Seite mit ganz offenkundigen... Naja gut, das ist ja nur auch ne platte Sicht der Dinge, wenn man sagt, Antisemitismus sei automatisch rechts. Das ist ja nun bekanntermaßen nicht so, sondern den hast du immer überall in allen Lagern gehabt. Manchmal unterschwellig, manchmal deutlicher. Also insofern... Das ist in der Tat, also wer das immer noch behauptet, der denkt in ziemlich schablonenhaften Bildern offensichtlich. Hamas-Verehrern teilweise glauben die auch, für dieselben Ideale einzustehen. Warum ist der linke Kulturbetrieb so offen für den Antisemitismus?
Die Schlagseite, die wir da beobachten, liegt, glaube ich, darin, dass man auf Seiten der Linken für sich in Anspruch nimmt, auf der Seite der Opfer zu stehen und auf der Seite der Schwachen zu stehen. Und das führt in einem gewissen Moment in ein Extrem. Und dieses Extrem besteht darin, dass man selbst definiert, wer das Opfer ist und nicht mehr daran arbeitet, das Opfer aus den Bedingungen zu bringen, die es zum Opfer gemacht haben, sondern manchmal... Happy Birthday to you. Happy Birthday, Check 24 Hotelvergleich. Happy Birthday to you. Der Hotelvergleich von Check 24 feiert seinen 10. Geburtstag. Ja, super. Darum gibt es... Sehr spannend. Ja, TV93, vollkommen richtiger Einwurf. TV93 hat mit mir einen Deal gemacht. Er hat sich schon was für den Adventskalender Ende des Jahres gewünscht und hat, weil wir jetzt ja schon diese Aktion gemacht haben, ich gesagt habe, ihr könnt schon mal Wünsche äußern, weil jetzt brauchen wir für den Umzug halt ein bisschen Kohle. Und er hat noch sozusagen mit da reingenommen, dass er sich noch einen kleinen Extrawunsch, also was extra gewünscht hat, nämlich, dass ich ein Interview, das Martin Sellner, hätte ich fast gesagt, Ken Jebsen geführt hat mit Michael Buback, dem Sohn von Siegfried Buback, also dem von der RAF ermordeten Generalstaatsanwalt, mal kommentieren soll. Ich habe das ja schon mal selbst gelobt, dass es eins der Beispiele sind von Interviews, die Jebsen geführt hat, die ich sehr interessant fand. Ich würde mal vorschlagen, ja, dass wir das würde jetzt thematisch vielleicht ganz gut passen im Anschluss. Ich würde es aber sonst ans Ende des Streams packen. Können wir aber gerne noch machen. Also ich habe es nicht vergessen, lieber TV93. So, das nur als kleiner, kurze Anmerkung am Rande. So, weiter geht's. Alles etwas kompliziert hier, so. Ja? Glorifizierung. Und in der Entwicklung der Linken seit dem Zweiten Weltkrieg lässt sich eines beobachten. Bis zum Sechstagekrieg in den 60er Jahren war ja das, was die Menschen in Israel beziehungsweise die Juden lebten, Kibbutz und Ähnliches, ein linkes Programm. Und dann drehte sich das mit dem Sechstagekrieg. Und rational erklären lässt sich das nicht, aber es hat etwas zu tun mit einem andauernden Dagegensein. Übrigens etwas, was man auch bei Mahler sieht. Es ging immer nur darum, dagegen zu sein. Gegen das, was ist, gegen den Mainstream, gegen den Staat. Gegen das, dagegen aufzubegehren. Und wenn das zum Selbstprinzip wird, wenn es nicht mehr darum geht, wogegen bin ich, sondern immer nur darum geht, dagegen zu sein, dann kann man heute heimlich oder weniger heimlich sich zum nützlichen Idioten der Hamas machen, genau wie man sich zum nützlichen Idioten von Putin machen kann. Das ist dann kein Widerspruch mehr. In der Pandemie waren Sie auch relativ lautstark gegen die Querdenkerbewegung. Es gibt einen legendären Auftritt, wo die dachten, Sie sind einer von denen und haben sich dann über die lustig gemacht. Sie waren ganz klar sozusagen im Lager gegen diese Querdenkerbewegung, die da auf der Straße war. Und in der Zeit haben wir ja gelernt, es gibt eine Grundregel, auch in der Demokratie, für die Demonstrationsfreiheit. Und das ist, man muss immer gucken, mit wem man demonstriert und mit wem man Seite an Seite geht. Wurde staatlich verkündet. Nancy Faeser hat gesagt, ja, man kann auch zu Hause seine Meinung sagen. Man muss sich nicht versammeln. Und vor allem, man muss immer darauf achten, mit wem man demonstriert. Jetzt setzen Sie sich ein für diese Demos gegen Rechts, oder gegen Rechtsextremismus, für die Demos, die zeigen sollen, wie bunt Deutschland ist. Was denken Sie, wenn Sie da die Palästinenserflaggen sehen oder wenn wie in Münster Juden von der Bühne gebrüllt werden? Müsste man da nicht eigentlich sagen, na ja, da haben wir irgendwie uns mit den Falschen solidarisiert, nach den Maßstäben, die seit Corona eigentlich doch für alle gelten sollten? Ich weiß, dass es diese Phänomene gibt und das muss man natürlich auch scharf kritisieren. Aber es ist ein bisschen eigenartig, dass bei diesen Demos von allen Seiten ein Spiel betrieben wird, das sehr ähnlich ist. Von rechts bzw. rechtsextrem bzw. rechtspopulistisch kommt, das sind von der Regierung gesteuerte Demonstrationen, was sie faktisch nicht sind.
Nur weil da Annalena Baerbock und Scholz mitlaufen. Der Eindruck kann schon entstehen, wenn alle Minister der Bundesregierung aufrufen, zu einer Demonstration zu gehen, wenn dort NGOs sind, die Regierungsgeld bekommen und dann die komplette Bundesregierung die Inhalte auf Social Media teilt und bejubelt, kann schon der Eindruck entstehen, dass es sich um Demonstrationen handelt, die die Regierung sehr gut heißt, zumal sie sich gegen die zweitstärkste Oppositionspartei wenden. Aber es ist doch ein grundlegender Unterschied, ob eine Demonstration eine Regierungsdemonstration ist oder ob eine Demonstration eine ist, die ganz unterschiedliche Gruppen ins Leben rufen und die dann eine Regierung positiv bewertet. Und dazu aufruft. Also dann machen wir es konkret. Das ist ja eigentlich eher kontraproduktiv für diese Demos, dass eben dort dann eben Leute wie Scholz und Baerbock und so weiter sich beteiligen. Das macht den Sinn dieser Demos eigentlich eher kaputt. Also da sollten eher die Veranstalter dann sagen, wir lassen die Politik, bitte keine Politik hier bei uns auf den Demos, bitte keine politischen Parteien, sondern das bleibt hier komplett bitte weg, weil wir möchten hier nicht instrumentalisiert werden. Ja, das tun sie aber nicht, sie lassen es geschehen. Insofern, ja, ist dann eben der Eindruck da, okay, das sind im Grunde SPD-Flaggen wehen und grüne Flaggen und dann sogar extremistische Flaggen wie MLPD und so weiter, eine stalinistische Partei. Denn dass man schon den Eindruck hat, okay, irgendwie geht es jetzt hier gar nicht mehr um die Sache, sondern hier wollen Parteien sich offensichtlich inszenieren. Aber das müssen die Veranstalter der Demos eben verantworten, wenn sie das zulassen oder wenn sie da sozusagen nicht Stellung dagegen beziehen. Man kann ja niemandem verbieten, auf der Demo zu gehen, klar. Das kann aber doch die Regierung tun. Das hat ja nicht zu Demonstrationen gegen die Opposition aufgerufen. Der Vorwurf ist ein anderer. Der Vorwurf zu sagen, es ist eine Regierungsdemonstration, wäre dann legitim, wenn die Regierung der Veranstalter der Demos wäre. Also es muss Veranstalter sein. Es reicht nicht, wenn die Regierung ihre ganze Deutungsmacht, ihre ganze Wirkmacht nutzt, um zu einer Demonstration gegen die zweitstärkste Oppositionspartei aufzurufen. Das finden Sie okay? Die Regierung kann etwas unterstützen, wenn sie das unterstützen will. Das ist ihre Sache. Die Frage ist, wer sorgt für diese Demos, wer ruft sie ins Leben und wer geht hin? Und ich finde es falsch zu sagen, das ist eine Regierungsdemonstration. Denn damit unterstellt man, dieser Staat ist ein Staat, in dem die Regierung bestimmt, wer demonstriert und wofür demonstriert wird. Und das ist nicht der Fall. Damit ist man auf einem ganz gefährlichen Weg. Also das ist zu einfach. Die Bundesregierung, das können wir nicht machen. Bundesregierung und Landesregierung haben sich massiv dafür eingesetzt bei den Corona-Demonstrationen, den sogenannten Spaziergängen, egal was man davon hält. Aber sie haben sich massiv dafür eingesetzt, gegen diese Demos mit der ganzen Härte des Rechtsstaats vorzugehen. Also Nancy Faeser hat sich dafür eingesetzt und mit dafür gesorgt, massivst Polizei einzusetzen gegen Leute, die gesagt haben, wir sind gegen Impfpflicht. Hat sie verhöhnt als Verschwörungstheoretiker, Impfpflicht wird niemals kommen und so weiter. Und hat massivst die Polizei eingesetzt. Ich glaube, daran gibt es keine Zweifel. Also hat ganz bewusst die Demonstrationsfreiheit eines Lagers versucht zu unterdrücken. Nun ruft Nancy Faeser zu Demonstrationen auf und bejubelt sie auf all ihren Social Media Accounts und befürwortet sie, dass Menschen dahin gehen. Aber das ist doch eigentlich genau das, was Sie beschreiben, oder? Die Regierung sagt, da darf nicht demonstriert werden und da ist es großartig. Die Regierung hat nie gesagt, da darf nicht demonstriert werden. Doch. Das hat sie nicht getan. Doch. Man konnte immer demonstrieren. Aber dass sich ein Politiker für oder gegen eine Demonstration ausspricht, ist doch legitim. Und es ist doch ein fundamentaler Unterschied, ob man eine Demonstration wie die Querdenker-Demo nimmt, ob man also eine Demonstration nimmt, die aus Rechtsextremen, manchmal auch linksextrem. Das muss man ja auch sagen. Das Querdenker-Milieu ging los aus dem linken Milieu, nicht aus dem rechten. Gibt es große Untersuchungen zu Alpha Z. Der entscheidende Punkt ist aber, Sie können doch nicht gleichsetzen eine Demonstration von Corona-Leugnern und von Extremisten. Und es waren mehrheitlich Rechtsextremisten und anderes. Das würde ich bezweifeln. Es war eine ganz breite Truppe, die da zusammenkam. Aber sie waren in der Tat dabei. Mit Menschen, die sich einsetzen gegen Rechtsextremismus und die für die Freiheit kämpfen. Ihr Recht auf Demonstration absolut gleichsetzen. Recht auf Demonstration war doch da, das hat doch keiner eingeschränkt. Doch, das Recht, also man kann ja schwer sagen, es gab ja sogar in der Pandemie. Es war ja in der Zeit Pandemie, das ist ja eine andere Situation. Wenn diese Demo jetzt noch mal stattfinden würde in der Form, wären die Bedingungen ja andere. Das kann man ja so nicht sagen, ne?
Pandemie-Beispiele. Black Lives Matter-Demos wurden von allen Medien und von der Regierung und von den Behörden sehr sympathisierend begleitet, mitten in der Pandemie, ohne Masken, Menschen miteinander, während andere Demonstrationen einfach niedergeknüppelt worden sind. Da hat er recht, das stimmt. Das habe ich ja damals auch kritisiert, dass natürlich, wenn man so konsequent bei Demos ist, gerade wenn es um die Abstand- und Maskenmaßnahmen und diese Dinge geht, dann soll man es bitte auch bei allen Demos gleichermaßen durchsetzen. Das ist richtig. Ich will das jetzt auch gar nicht werten, aber man muss ja einmal festhalten, dass es geschehen ist. Also der Staat ist mit Corona-Demos deutlich, deutlich anders und aggressiver umgegangen als mit den Demonstrationen jetzt. Und darum geht es mir. Naja, aber Niederknüppeln ist also ein Wort, das ich nicht benutzen würde. Das halte ich auch für infam, das so zu bezeichnen. Aber es ist etwas anderes, ob Sie sagen, ich kann auf der einen Seite Corona-Demos gleichsetzen mit Demos gegen rechts. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied und den müssen wir uns angucken. Und Demos gegen Rechtsextremismus, nicht gegen rechts. Rechtsextremismus, Sie haben recht. Punkt für Sie. Und das ist, aber man kann nicht einfach sagen, naja, das hat die Regierung niedergeknüppelt, denn niedergeknüppelt hat sie nichts. Das ist nicht der Punkt. Das Recht auf Demonstration gab es damals und das Recht auf Demonstration gibt es heute. Und eine Regierung, ein Politiker ist frei, sich zu bekennen zu einer Bewegung oder sich von einer Bewegung abzusetzen. Diese Debatte führt uns zu einem interessanten Satz, der auch in Ihrem Buch unter Wahnsinnigen steht. Und der lautet, die Älteren sagen dann, sie dürften nicht mehr sagen, während sie gerade Applaus dafür bekommen, dass sie das lautstark sagen, was sie nicht mehr sagen dürfen. Also ich sag mal, im linken Lager beliebtes Argument, ihr kommt immer mit der Cancel Culture und sagt immer, ihr dürft doch gar nichts mehr sagen. Dabei dürft ihr doch alles sagen, es ist doch überhaupt kein Problem. Sehen Sie das tatsächlich so, dass man problemlos alles noch sagen kann in diesem Wer Land? Ist denn der Kameramann? Ist der besoffen Nein, oder was? Das was würde ich so das? Nicht was sagen. Soll das, Mann? Und es ist auch das ist ein Stilmittel, gut, oder was? Dass bestimmte Themen und bestimmte Worte, die benutzt werden, geahndet werden. Das meine ich nicht. Ich meine, dass man in München, in Bayern, das Beispiel, ein Unternehmer hängt zwei Plakate auf, macht sich über die Grünen lustig. Man sieht Ricarda Lang auf einer Dampfwalze. Darüber steht, sie machen alles platt. Und da gibt es dann eine Hausdurchsuchung und ein Gerichtsverfahren. Sowas meine ich. Ich meine natürlich nicht Holocaustleugnung. Das ist vollkommen klar. Das ist ja auch in Ausweichgefängnis. Das ist ja gut, dass es das gibt. Mir geht es darum, ich finde alles, was die Grünen machen, grauenvoll. Alles. Und ich finde, das sind lächerliche Gestalten. Und gearbeitet haben sie auch nie. Das gilt ja inzwischen auch als Hass und Hetze. Ja, das ist keine Hass und Hetze. Es ist eine drastische Simplifizierung. Und es also da würde ich das Wort Hetze, ist das natürlich schon zu sagen. Die haben ja an die gearbeitet. Das ist ein dummes Zeug natürlich. Aber dass man sich über grüne Politik und die grüne Politiker durchaus aufregen darf und das auch mal in schärferen Worten, ja klar, das ist natürlich vollkommen legitim. Es ist eine populistische Vereinfachung, das ist es. Aber ob das schon Hass und Hetze ist, weiß ich nicht. Also das muss dann jeder für sich beurteilen, wie sehr er sich da verletzt fühlt. Aber der Punkt ist schon, natürlich gibt es sowas wie eine Cancel Culture oder den Versuch einer Cancel Culture, den ich aber in Deutschland ganz anders bewerten würde als beispielsweise in den USA. Und das Geheule derer, die aber sagen, man kann nichts mehr sagen, ist ja häufig nur das Geheule derer, die glauben, dass Meinungsfreiheit funktioniert ohne Widerspruch. Und das funktioniert nicht. Wer für Meinungsfreiheit ist, muss aushalten, dass es Widerspruch gibt und dass es auch harten Widerspruch gibt. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sehr gut austeilen können, aber sehr schlecht einstecken können. Und die so gut ausstecken können, die müssen eben auch zulassen, dass dann Gegenwind kommt. Aber immer nur zu sagen, man kann ja nichts mehr sagen, halte ich für eine der albernsten und auch dümmsten Verkürzungen, weil das sagen immer die Leute, die nämlich tatsächlich Dinge sagen, für die man ihnen knallhart widersprechen muss. Das sind nämlich oft die Rassisten, das sind auch oft einfach die Leute, die sagen wollen, ich will ein Wort sagen, weil ich seit 100 Jahren sage. Man sagt, nee, gewisse Worte müssen wir einfach nicht mehr benutzen. Punkt. Ohne dass ich ja, und sie sagen es vor allem teilweise in irgendwelchen großen Medien. Und das ist deshalb absurd, weil sie sagen es ja in dem Moment und werden nicht zensiert. Also insofern ist es ja schon Blödsinn. Es ist richtig, dass man vielleicht sagen kann, ich kann nichts mehr sagen, ohne dass ich damit rechnen muss, dass ich sofort irgendwie einen Shitstorm ernte oder irgend sowas. Kann man es vielleicht eher sagen. Aber dass man es an sich nicht sagen darf oder an sich nichts sagen darf, das ist natürlich Quatsch. Ich die Worte jetzt benutze. Und das ist das Entscheidende. Und dieses Gejammer kann ich schwer ertragen.
Wer das sagt, ist das eine. Wer das denkt und empfindet und so fühlt, ist aber noch mal was ganz anderes. Allensbach dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes sagt die Mehrheit der Befragten in dieser Umfrage, die es seit den 50er Jahren gibt, dass man vorsichtig sein muss, wenn man seine Meinung äußert. 44% glauben nicht mehr, dass man seine Meinung frei äußern darf. 40% glauben, dass man doch seine Meinung frei äußern kann. Woher kommt das? Wieso glaubt die Mehrheit in diesem Land nicht mehr an die Meinungsfreiheit? Ich glaube nicht, dass es eine Mehrheit ist. Es gibt übrigens einen interessanten Nachsatz. Laut dieser Umfrage ist es eine Mehrheit. Es gibt in dieser Allensbach-Umfrage, die ja alle 2 Jahre erscheint, einen sehr spannenden Nachsatz. Und der wird häufig weggelassen. Und der Nachsatz, der folgt, ist, die Mehrheit dieser Menschen, nämlich ziemlich genau diese Zahl, hat den Eindruck, seine Meinung öffentlich nicht mehr so sagen zu dürfen wie privat. Und das finde ich das eigentlich Spannende. Denn es gibt kein Recht, öffentlich so zu sprechen, wie man privat spricht. Was? Warum? Ach, Herr Schröder. Natürlich gibt es das. Nur weil Sie das machen, heißt es auch lange aber nicht, dass man gibt das... Nein, das natürlich Recht. Nicht. Natürlich. Nein. Wo soll denn die Rechtsgrenze zwischen dem an der Haustür oder schon im Bad oder auf dem Klo oder das in der Einfahrt, genau in der Auffahrt, wo soll bitte die Grenze verlaufen zwischen der Meinungsfreiheit zu Hause und der Meinungsfreiheit auf der Straße? Das kann ich Ihnen genau sagen. Niemand hat das Recht, im öffentlichen Raum so scheiße behandelt zu werden wie die Menschen zu Hause. So, das ist eine kleine Porte. Hä, was meinen Sie denn damit? Also, natürlich... Wenn ich jetzt im Privaten mit Freunden zusammensitze oder mit der Familie oder wem auch immer und sage, Ricarda Lang ist eine fette Sau, dann hört es ja keiner. Dann hat das auch keine Konsequenzen. Ne? Aber wenn ich das natürlich dann öffentlich sage und in einem Stream sage oder in einem Video sage, kann es natürlich Folgen haben. Erstens, dass Leute natürlich massenhaft sagen, was ist denn das für ein Niveau? Und zweitens, Frau Reichel, hätte ich fast gesagt, Frau Lang, dann auch vielleicht sogar noch Klage wegen Beleidigung einreicht. Insofern, wenn das damit gemeint ist, wenn er meint, mit Privatreden meint, dass ich hinter verschlossenen Türen auch die Sau rauslassen kann verbal, dann stimmt das natürlich. Aber ansonsten, natürlich, wenn es um meine private Meinung geht, die muss ich doch bitte auch öffentlich genauso sagen dürfen. Orte, die ich an dieser Stelle loslasse, die ich Ihnen gleich erkläre. Ja, das müssen Sie, weil verstanden habe ich Sie noch. Das dachte ich mir, deswegen möchte ich Sie gerne erklären. Also, natürlich gibt es kein Recht, im öffentlichen Raum so zu sprechen wie im privaten. Es gibt einen Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Raum. Und das, was wir erleben, ist die Auflösung dieser Räume. Das heißt, jeder glaubt, permanent im öffentlichen Raum zu sein. Und jeder glaubt, Sender zu sein. Und jeder glaubt, so sprechen zu dürfen. Nein, es gibt einen Unterschied. Sie sind doch selbst jemand, der sich als konservativ bezeichnet. Sie bezeichnen sich sogar als rechts. So, was ist das Kernzeichen von Menschen, die konservativ oder rechtskonservativ sind? Sie legen sehr viel Wert auf Etikette und Höflichkeit. Und der Grundsatz der Höflichkeit Ich glaube, dass es das bei Linken einfach gar nicht gibt. Wir legen da das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Okay, wenn es bei Linken noch besser, sehr gut. Wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, dann ist es doch so, wenn ich mich höflich benehme, dann spreche ich im öffentlichen Raum anders, als ich zu Hause spreche. Was meinen Sie, was ich zu Hause sage, wenn ich alleine bin? Was ich an Schimpfworten, was ich meckere, was ich aus mir rauskotze, weil ich Bock drauf habe? Würde ich hier bei Ihnen sitzen und so sprechen? Nein, das tue ich nicht. Aber Sie hätten doch das beide, Recht. Aber Sie hätten jedes Recht nein, dazu. Aber es geht um verläuft doch keine zwischen der Haustür, Ihrer Haustür. Ja, das ist richtig. Da hat er recht. Wenn es um Beleidigungen geht oder um dass man, wie gesagt, verbal mal die Sau rauslässt, das ist richtig. Da muss man eben im öffentlichen Raum damit rechnen, dass es Ärger gibt, das stimmt. Aber wenn es nur um die Meinung geht, nach dem Motto, ich habe zwar zu einem bestimmten Thema, habe ich eine bestimmte Meinung, aber ich sag die mal öffentlich lieber nicht, das ist eher meine private Meinung, weil öffentlich könnte es ja da Probleme geben. Dann ist es halt, ab dann wird es dann eben schwierig. Kein Recht, im öffentlichen Raum so zu sprechen wie im privaten. Wir müssen diese Sphären wieder trennen. Denn wenn wir die Sphären nicht trennen, passiert doch genau das, was Sie bei den Linken die ganze Zeit kritisieren. Da passiert doch genau das, nämlich, dass alle sich andauernd verletzt fühlen. Wenn alle immer andauernd privat sind, dann sind alle andauernd verletzt. Dann gibt es nichts Öffentliches mehr. In dem Moment, in dem ich vor die Tür gehe, bin ich jemand anderes als zu Hause. Wenn ich meinen Job mache, bin ich jemand anderes, als wenn ich ihn nicht mache. Das sind wir alle. Das stimmt, und wenn aber ich das zur Arbeit gehe und einen Recht. Blaumann trage, bin ich jemand anderes. Recht. So, und
Und deswegen müssen wir da unterscheiden. Wer entscheidet denn, wo das Recht endet, wie das Recht eingeschränkt wird, was man dann noch sagen darf? Wer ist die Instanz, die darüber entscheidet, wenn Sie sagen, es gibt kein Recht, öffentlich so zu sein, wie man zu Hause ist? Wer setzt das durch? Recht muss ja irgendwie von irgendwem durchgesetzt werden. Ist der Staat, der sagt, so darfst du nur zu Hause sein? Oder? Nee. Aber wer? Überhaupt nicht. Das ist gesellschaftlicher Kommand, aber das ist doch kein Recht. Der Punkt ist doch, dass jeder alles sagen darf. Richtig. Es kann doch jeder alles sagen. Ja, man kann dafür aber seine Existenz verlieren. Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind weiter denn je. Ja. Und wenn man seine Existenz verliert, dann müsste man sich die Beispiele exakt angucken und fragen, wieso, weshalb, warum. Gucken Sie sich doch an, was Leute wie Alexander Gauland gesagt haben. Vogelschiss der Geschichte. Und ähnliches. Finde ich persönlich eine grauenvolle Äußerung. Genau. Habe ich immer gesagt. Absolut. Da sind wir uns ja total einig. Aber all das ist möglich. Total einig würde ich jetzt nicht sagen, aber an dem Punkt. In dem Satz stimme ich Ihnen zu. Ja. Aber Sie können alles sagen. Sie können den größten Irrsinn öffentlich sagen. Und Sie werden nicht sanktioniert. Im Gegenteil, Sie bekommen sogar... Na gut, der Shitstorm oder die Entrüstung über diesen Satz war ja nun auch extrem groß hinterher, nachdem Gauland das gesagt hat. Und er hat sich ja auch schon mehrfach dafür entschuldigt und gesagt... Das war eine unglückliche Aussage von ihm. Ne? Das gehört dann ja auch zum ganzen Bild dazu. Von Ihrer Bubble Applaus. Das wissen Sie auch selber. Aber widerspricht das nicht eigentlich eher Ihrem Punkt? Jetzt sagen, eben haben Sie gesagt, es gibt sozusagen unterschiedliche Rechte. Und jetzt sagen Sie, man kann öffentlich ja eigentlich noch viel mehr sagen als zu Hause. Man kriegt doch noch Applaus. Nein, es geht nur darum, was öffentlicher und was privater Raum ist. So, aber es ist heute möglich, aufgrund der von mir kritisierten Vereinnahmung von öffentlichem und privatem Raum und der Gleichsetzung von öffentlichem und privatem Raum, gibt es ein Bedürfnis oder den selbstverständlichen Glauben, alles sagen zu können. Und deswegen widerspreche ich ja dieser Umfrage. Weil es dürfen doch alle alles überall sagen. Es wird permanent gemacht. Es werden permanent die meine Grenzen, Frage ist ja nur, selbst in einem Bereich überschritten, den Sie kritisieren. Und das will schon was heißen. Meine Frage ist nur, warum empfinden das dann offenbar so viele Menschen die Mehrheit im Land anders, als Sie es beschreiben? Das müssen Sie ist die Menschen nicht ein fragen, typisch das linkes so Phänomen, den Leuten zu sagen, so wie ihr das als Mehrheit empfindet, das ist ganz anders? Nö, das ist überhaupt nicht. Ich spreche den Menschen ja nicht ihr Empfinden ab. Überhaupt nicht. Es kann ja so sein, dass sie es so empfinden. Aber Sie haben auch keine Erklärung für das Empfinden. Meine Erklärung wäre, dass es nicht eine Einschränkung der Meinungsfreiheit gibt, sondern dass wir, und da kommen wir in die Nähe dessen, was wir vorhin gesagt haben. Was wir haben, ist eine zunehmende Enge. Und diese Enge besteht darin, dass wir glauben, zu bestimmten Lagern gehören zu müssen, dass wir glauben, dass alle uns zustimmen müssen, dass alle uns folgen, dass jeder seine eigene monotheistische Religion zu sein scheint und dass jeder glaubt, bedingungslos Recht haben zu dürfen und keinen Widerspruch zu akzeptieren. Dass wir hier sitzen, ist doch das Gegenbeispiel. Und das ist der Punkt. Für mich geht es um den Ausbruch aus dieser Enge und dass man diese Enge fühlt. Das erkenne ich an. Dass Menschen es vielleicht so formulieren, wie sie es hier getan haben, okay. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Sie haben über das Böse geschrieben, sich mit dem Bösen beschäftigt. Unstrittig ist das ultimative Böse in der deutschen Geschichte der Nationalsozialismus. Und es gibt eigentlich nichts Böseres, was man über einen Menschen sagen kann, als er ist ein Nazi, wenn er denn einer ist. Haben wir das Wort Nazi in der öffentlichen Debatte, vielleicht besonders von links, würde ich natürlich behaupten, nicht maximal überstrapaziert und damit vollkommen wertlos gemacht? Ich kann mich vor, was alles Nazi sein soll, nicht mehr retten und ich höre es den ganzen Tag von links. Ist das nicht die größte Relativierung des größten Bösen, die wir jemals erlebt haben? Ich würde zum Teil zustimmen. Ich würde zum Teil zustimmen, dass der Begriff Nazi punktuell zu schnell gebraucht wird. Aber auch da muss man differenzieren. Es gibt natürlich gerade heute wieder Erscheinungen, wo dieser Begriff sehr am Platz ist und wo man ihn auch benutzen kann und wo man ihn auch benutzen soll, um Dinge nicht zu verharmlosen. Sagen Sie mir ein Beispiel. Weil ich zum Beispiel finde, zum Begriff Nazi und gehört der Nationalsozialismus als furchteinflößendes Phänomen und als Massenbewegung. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, alleine Nazi zu sein. Man kann nationalsozialistisches Gedankengut haben, man kann Neonazi sein. Aber das, was wir mit Nazi verbinden, würde ich argumentieren,
ist heute nicht mehr möglich, weil der allmächtige Apparat, der mich erst zum Nazi machen kann, zu dieser furchterregenden politischen Gestalt, dass der nicht mehr da ist. Deswegen würde mich interessieren, wen würden Sie legitim oder was als Nazi bezeichnen im Jahr 2024? Ich würde beispielsweise sagen, dass, und Achtung, ich differenziere gleich. Da muss ich immer ganz genau hinhören, wenn jemand differenziert. Genau. Ich würde zum Beispiel sagen, dass AfD-Wähler Nazis sind. Und zwar nicht, weil sie zwangsläufig Nazi-Überzeugungen haben oder weil sie ins Dritte Reich zurück wollen. Das will die AfD zunächst auch nicht. Die will was anderes, was nicht weniger gefährlich ist. Aber ich würde immer sagen, jeder AfD-Wähler ist ein Nazi. Und zwar deshalb... Das ist meine starke Aussage. Ich weiß. Und zwar deshalb, weil AfD-Wähler, in dem Moment, in dem sie diese Partei unterstützen, auch Leute wie Höcke und andere, die gesichert rechtsextrem sind, weil sie denen hinterherlaufen und weil sie sie legitimieren. Und weil sie eine Welt legitimieren, in der das, was im Dritten Reich war, wieder möglich sein könnte. Wer sich mit. Ja, aber was ist denn die Alternative? Also ich will ja auch keine AfD, aber das sind ja Leute, zum Teil zumindest, die keine Nazis sind, da würde ich widersprechen, dieser These, sondern die einfach nicht mehr anders wissen, wie sie sich an einer Wahlurne verhalten sollen. Die einfach sagen, die einzige Partei, die hier offenbar jetzt irgendwie bei den etablierten Parteien für Angst sorgt oder für Aufruhr sorgt, ist die AfD. Wenn ich die wähle, dann mache ich den anderen etablierten Parteien Beine. So, das ist, glaube ich, bei vielen so ein bisschen die Einstellung. Und das hat ja mit Nazi nichts zu tun, das ist doch Unsinn. Und dadurch, dass die AfD ja auch jetzt in Umfragen so stark wird mittlerweile und geworden sind, hat es ja auch schon etwas verändert bei den etablierten Parteien. Zum Beispiel in der Migrationspolitik. Das hat ja Wirkung gehabt. Das kann man ja nicht bestreiten. Ne? Insofern ist das, ja, weiß ich nicht. Also finde ich eine komische Aussage. Und wie er es jetzt erklärt hat, finde ich es auch nicht nachvollziehbar. Diesen Leuten gemein macht, den darf man auch so bezeichnen. Und ich differenziere, ich sage damit nicht, dass alle AfD-Wähler selbst dieses Gedankengut haben. Es scheint eine Mehrheit zu sein, nach allem, was wir wissen, ja, aber es sind nicht alle. Dann sind es aber keine Nazis, wenn sie das Gedankengut nicht haben. Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Dann sind es für mich keine Nazis. Nur allein deshalb, weil sie aus ganz unterschiedlichen Gründen, eben wie gesagt teilweise aus Protest, aus Frust, aus Verärgerung, der Partei ihre Wahlstimme geben in der Wahlurne, sind sie deswegen automatisch also Nazis? Finde ich eine komische Aussage. Und das, finde ich, ist eine legitime Beschreibung, wenn man differenziert. Nur brüllen, AfD-Wähler sind Nazis. Das wusste ja nicht. Also würde ich energisch widersprechen, weil es ja erstens offenkundig ist, dass die meisten AfD-Wähler bis vor teilweise wenigen Wochen, Monaten noch keine AfD-Wähler waren, sondern CDU-Wähler, SPD-Wähler, teilweise sogar Grünwähler, viele FDP-Wähler dabei. Und ich glaube, da ist es sehr schwer, den Case zu machen, dass auf diese Menschen, die diese Wahlentscheidung vielleicht ja auch teilweise als Notwehr begreifen, auch das muss man ja sagen, wenn man jetzt in Deutschland der Meinung ist, das allerwichtigste Thema, was ich habe, und ich kann nicht anders, ich bin so emotional, aber das wichtigste Thema, was ich habe, ist, ich möchte nicht noch mehr Migration, weil ich Angst davor habe. Ich habe Angst um meine Kinder, ich habe Angst, wenn meine Tochter haben, ich habe Angst davor. Dann kann ich mit dieser emotionalen Position ja nichts anderes mehr wählen. Es gibt keine Partei, die das anbietet. Es gibt die FDP, die CDU, die SPD, die Grünen und die Linken, die das nicht anbieten. Hier und da mal ein paar Grenzkontrollen. Aber das Thema umfangreichste Abschiebung und einfach niemand mehr illegal ins Land, also Durchsetzung des Rechts an der deutschen Grenze, bietet ja keine andere Partei an. Da kann man doch den Leuten nicht sagen, naja, wenn das dein wichtigstes Thema ist und nur eine Partei das anbietet, dann bist du durch das Kreuz, was du machst, ein Nazi, oder? Das bieten doch alle Parteien an. Wo? Nein, das Herr Schröder, das müssen Sie mir jetzt... Das wo bieten die Grünen kontrollierte Migration? Das wissen Sie doch genau, dass Olaf Scholz sich auf dem Spiegelcover hat fotografieren lassen. Stimmt. Wir müssen im großen Stil abschieben. Deportieren auf Englisch sogar. Friedrich Merz, der immer wieder gesagt hat, hier, Sozialtouristen aus der Ukraine. Friedrich Merz, der von kleinen Paschas in der Schule gesprochen hat, die sich von Grundschullehrern nicht sagen lassen. Friedrich Merz, der gesagt hat, 300... Ja, aber die Leute sind mittlerweile ja klug genug, solche Wahlkampfaussagen zu kennen und wissen genau,
dass dann oft genug auch in der Vergangenheit, und da ging es nicht nur um Migration, auch um andere Themen, dann es alles nur im Wahlkampf so gesagt wurde und hinterher ist nichts passiert. So, und das ist halt der Punkt, um den es geht. Die Leute sind mittlerweile, sind genervt einfach davon. Sie glauben den etablierten Parteien und vielen Politikern einfach nicht mehr, wenn sie sowas sagen. Da kann Scholz noch 10-mal auf dem Spiegelcover sein. Insofern, das ist halt der Punkt, ne? Eine Aussage zu treffen, heißt ja noch nicht automatisch, es halt dann auch wirklich umzusetzen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. 1000 Asylbewerber lassen sich bei uns die Zähne schön machen und. Sie haben doch Angebote ohne Ende. Es ist doch das Gegenteil von dem der Fall, was Sie sagen. Es laufen doch alle Parteien dem Programm der AfD hinterher. Und wenn ich in dieser Zeit AfD wähle, dann weiß ich, dass ich das nicht nur tue, weil ich vielleicht Angst habe vor Migration. Ich meine, man darf halt nicht vergessen, die Grünen, das ist ja immer für mich das schönste Beispiel bei den Grünen, haben im Bundestagswahlkampf vor 3 Jahren gesagt, keine Waffen in Kriegsgebiete. So, und es sind jetzt ausgerechnet die Grünen, die jetzt vehement fordern, dass man den Taurus liefern soll. Ich meine, das ist doch ein glasklares Beispiel dafür und widerspricht doch seiner These. Also, dass man das, was gesagt wird und das, was dann getan wird, das sind eben 2 unterschiedliche Dinge. Ich glaube übrigens, dass das bei der AfD auch nicht anders sein wird. Die AfD sagt jetzt auch sehr viel, noch war sie ja nicht in Regierungsverantwortung, was sie alles macht und was sie alles besser machen wird. Und sie wird vieles von dem nicht machen. Sie wird nämlich genauso dann in der Politik irgendwann angekommen sein, in der Regierungspolitik, und wird viele Wahlversprechen, die sie jetzt vollmundig macht, nicht umsetzen können. Auch gerade beim Thema Migration. Ne? Also die AfD wird da kein bisschen besser sein als andere. Ne? Und was dann folgen wird, weiß ich nicht, wie dann, was dann der nächste Schritt sein wird. Entweder sagen dann AfD-Wähler vielleicht irgendwann, naja, gut, wir haben gemerkt, mit denen ist das auch nicht besser, dann können wir auch wieder die alten Parteien wählen. Oder es gibt noch neue Kräfte, noch neue Parteien am Horizont, die dann wieder auftauchen. Oder ich weiß es nicht, was dann passiert. Das mag ja sogar der Fall sein. Ich will überhaupt nichts gegen Ängste von Menschen sagen, aber ich muss doch den Menschen zutrauen, dass sie sehen, was für eine Partei sie da wählen und dass es eben nicht darum geht, dass diese Partei nur etwas schärfere Grenzkontrollen will und dass es eben nicht darum geht, dass diese Partei ein bisschen härter auftritt und meine Probleme löst, sondern dass diese Partei ein ganz anderes System... Ja, warum machen sie es denn dann nicht, wenn sie es wollen? Also ich meine, SPD und Grüne und FDP regieren ja momentan unser Land. Also irgendwas scheint da ja nicht in Ordnung zu sein. Irgendwas scheint da ja nicht zu klappen. Also dem will, dass sie alles von dem abschaffen will, was unser aller Leben im Moment ausmacht. Und dafür, dass das sichtbar ist, und zwar schon lange sichtbar ist, und spätestens seit diesem Potsdam-Treffen noch deutlicher sichtbar geworden ist, das müssen wir doch den Menschen zutrauen, dass sie die Möglichkeit haben, das zu sehen. Und wenn sie das nicht sehen wollen, dann müssen wir sie dafür in die Verantwortung nehmen. Und es geht darum, dass wir in einem Land leben, das sich eine Demokratie nennt und eine Demokratie ist. Und wenn wir wollen, dass die Menschen bereit sind für die Demokratie, wenn wir wollen, dass sie wirklich Demokraten sind, dann müssen wir sie für ihre Freiheit der Wahl in die Verantwortung nehmen. Und die Verantwortung heißt zu wissen, was die Leute wollen, die ich wähle. Und deswegen darf diese Zuspitzung auch sein, denn die Leute sehen mit der AfD, was sie wählen. Und das ist der grundlegende Unterschied. Dann müssen Sie all den Millionen Menschen, die sich inzwischen mutmaßlich bereits entschieden haben, AfD zu wählen, einmal die Frage beantworten, welche Partei steht Ihrer Meinung nach für keine, nicht ein bisschen, keine illegale Migration mehr? Welche? Außer der AfD. Die CDU? Die ist doch nicht für illegale Migration. Naja, für illegale Migration ist auch die SPD nicht. Ja, aber die SPD lässt es ja. Ja, aber sie setzen es ja nicht um in reale Politik. Das ist doch der Unterschied. Auf dem Papier sind sie alle dagegen. Ja, aber sie tun nicht genug dagegen. Das ist ja richtig. Aber meine These ist halt, die AfD wird auch nichts dagegen tun, wenn sie regiert. Das ist der Unterschied. Oder das ist die These, die ich noch hinten dran schieben würde. Die SPD, Ihre Lieblingspartei. Nein, das stimmt nicht. Die Grünen sind ganz massiv dafür. Die Grünen sind eine Partei von No Nations, No Border und so weiter und so fort. Also das Konzept für
illegale Migration, jeder darf leben, wo er möchte auf der Welt, ist natürlich tief, tief drin in der Grünen Partei. Also zu behaupten, dass die wären gegen illegale Migration, das stimmt bei den Grünen einfach nicht. Und bei CDU und der SPD ist es natürlich so, dass über die letzten Jahre sie jetzt nicht unbedingt gezeigt haben, dass sie das, selbst wenn sie es mal behaupten, durchsetzen würden. Vermutlich ist das eher das Problem. Das Problem bei der Durchsetzung der Abschiebung von Menschen ist ein anderes und das wissen wir alle. Das wissen wir beide. Das Problem, und das ist kein einfach zu lösendes Problem, und ich sage nicht, dass es richtig ist, so wie es ist, überhaupt nicht. Aber das Problem ist, wie wollen Sie abschieben, wenn es keine Länder gibt, die aufnehmen? Das ist ein grundlegendes Problem. Entwicklungshilfe streichen. Was halten Sie davon? Was halten Sie davon, einem Land, das seine eigenen Staatsbürger, selbst wenn sie kriminell sind, nicht zurücknimmt, die Entwicklungshilfe zu streichen? Ihr nehmt eure Staatsbürger, dann kriegt ihr wieder Geld aus Deutschland. Was halten Sie von dem Vorschlag? Das ist ein Vorschlag, über den man nachdenken kann. Aber ob er am Ende zum Ziel führt, vermag ich nicht zu beurteilen. Naja, Geld hat ja schon eine relativ hohe Chance, zum Ziel zu führen. Geld hat sicher eine hohe Chance, ohne Frage. Aber ich würde mich nicht darauf versteifen, dass das die einzige Lösung ist. Also wir werden uns nicht mehr einig beim Thema, welche Partei regelt die Migration am besten. Haben Sie das Gefühl, dass die Regeln, die wir uns als Demokratie im Diskurs so geben, noch für alle gelten, für beide Lager gelten? Ich sage Ihnen zwei kleine Beispiele. Sie kommen ja aus dem öffentlich-rechtlichen Humorbetrieb, wenn ich das so im weitesten Sinne mal sagen darf. Zwangsgebührenfinanzierter linker Systemclown. Genau, das sage ich aber natürlich nicht über Sie, sondern über Jan Böhmermann. Jan Böhmermann ruft zum Keulen von Menschen auf. Er sagt im Nachhinein, das wäre eine Aufforderung zu sexuellen Übergriffen gewesen. Nicht besonders glaubwürdig, wenn man sich anschaut, wie er es formuliert hat. Wenn man jetzt sagen würde, geht los und keult die Grünen, ist mein Empfinden, dass man das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gar nicht sagen dürfte, könnte, aber dass man dafür massivste gesellschaftliche Widerstand auszuhalten hätte. Bei Jan Böhmermann ist es einfach Satire. Zweites Beispiel, er gibt diese ZDF-Sendung Logo. Wer Kinder hat, kennt diese Sendung. Und da in den Nachrichten haben die jetzt so lustige sprechende Marschflugkörper. Die kleine Taurus hat so geschminkte Augen. Und die kleine Taurus sagt dann in der Sendung, ja, wir Marschflugkörper müssen dem Olaf Scholz endlich mal den Marsch blasen. Was man ja, wenn ein Marschflugkörper sagt, ich muss jemandem den Marsch blasen, irgendwie schon als relativ harte Konfrontationsandrohung, vielleicht sogar als Tötungsandrohung verstehen könnte. Das in einer Kindersendung. Das wäre ja in meinem politischen Lager vollkommen undenkbar, dass ein nicht linker Kabarettist sagt, wir gehen jetzt die Grünen keulen oder der Marschflugkörper muss jetzt mal Ricarda Lang den Marsch blasen. Gelten die Regeln noch für alle oder dürfen die Linken machen, was sie wollen, wenn es Satire ist? Natürlich gelten die Regeln für alle. Die Rechten machen auch, was sie wollen, solange es Satire ist. Ja? Ja, natürlich. Wo? Wo gibt es Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass sowohl bei Böhmermann als auch bei dieser in der Tat skandalösen Logo-Geschichte da mit diesen sprechenden Waffen, dass es da ja jede Menge Widerspruch gab und jede Menge Kritik gab. Also ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie einfach so durchging und keiner sagt was dagegen, sondern ganz im Gegenteil. Da hat es ja jede Menge Kritik gegeben. Das ZDF hält sich in der Tat sehr zurück und äußert sich einfach dazu überhaupt nicht. Das ist noch eine andere Sache. Ne? Sie meinen, es einfach aussitzen zu können. Aber man kann ja nicht behaupten, dass es da keinen Widerspruch gäbe. Vergleichbare Aufrufe. Wer hat denn bei der Pegida-Demo in Dresden damals einen Galgen aufgestellt und Sigmar Gabriel und Angela Merkel dran gehängt und gesagt, das ist Satire? Aber das waren ja keine öffentlich-rechtlichen Humoristen. Aber da sehen Sie doch, dass von rechts genauso Satire gemacht wird. Auf der Straße wird. Natürlich, aber ist, das ist ja was anderes, ob das auf der Demo... Da ist ja den Öffentlich-Rechtlichen momentan so gut wie keine rechten Strömungen gibt, kann es ja auch von dort keinen rechten Humor geben. Also insofern, das ist ja Blödsinn. Natürlich, also was bei Pegida oder bei ein paar Querdenker-Demos für teilweise Lynch-Fantasien da ausgelebt wurden gegen Politiker, vollkommen richtig. Das ist ja wohl genauso verachtenswert. Passiert oder ob jemand dafür ein paar hunderttausend Euro im Jahr bekommt, zu sagen, wir müssen jetzt AfDler keulen. Das ist doch ein Unterschied. Sie können auch Satire gegen die Grünen machen, so viel sie wollen. Wird doch auch gemacht. Ja. Sie machen es doch auch.
Das Sie macht sich doch auch andauernd über die Grünen lustig. Aber natürlich würden wir, dass man sich über jeden lustig macht. Absolut. Da sind wir uns vollkommen einig. Ist auch aus meiner Sicht eine der höchsten Ausdrucksformen von Respekt, gute Witze über jemanden zu machen. Aber mein Eindruck ist schon, dass ich sag mal, die mildesten Äußerungen, Kritikäußerungen über die Grünen sehr schnell als Mordaufruf und interpretiert werden. Und man sagt, ja, nach dieser Kritik kriegen wir Mordaufrufe. Während auf der anderen Seite, wenn Jan Böhmermann sagt, wir müssen die jetzt keulen, was halt das massenhafte Vernichten von kranken Tieren ist, das vollkommen unproblematisch ist. Oder Herr Reich, wie finden Sie die Äußerung? Damit machen Sie doch einen Fehler. Damit machen Sie doch genau den Fehler. Da bin ich gespannt. Ja, und zwar folgenden. Sie waren über diese Aussage mit den Nazis keulen stinkbeleidigt. So, Sie haben sich darüber gewehrt. Nein, das stimmt nicht. Ich war nicht beleidigt. Ich finde es einfach eine Grenzüberschreitung. Ich finde nicht, dass man überhaupt im Fernsehen zum Töten von Menschen aufrufen sollte, auch nicht verschleiert und schon gar nicht. Ja, diese Nazis keulen, diese Geschichte mit Böhmermann, finde ich jetzt gar nicht das Schlimmste von ihm. Da hat er viel schlimmere Dinge schon rausgehauen. Da war halt der Wortwitz einfach in dem Moment, wo er das Wasser nicht halten konnte, nach dem Motto, wir reden immer von Nazi-Keulen, wie wäre es denn mal, Nazis zu keulen? Und er hat das ja als Frage formuliert und er hat ein Grinsen im Gesicht gehabt. Und da war klar, dass er das natürlich nicht ernst meint als Tötungs- oder Gewaltaufruf gegen Andersdenkende oder gegen Nazis. Das fand ich gar nicht mal so schlimm. Also da finde ich andere Sachen von Böhmermann viel skandalöser, die er schon gemacht hat und Sachen, die er gesagt hat. Öffentlich-rechtlich finanziert. Ich glaube, das widerspricht dem Auftrag. Ich glaube, das wäre tatsächlich einer der Gründe, warum man über diese Finanzierung mal nachdenken müsste. Das Problem. Aber Kabarett ist doch generell, auch war doch früher, ist natürlich immer politisch eher links. Es gab auch früher keine rechten Kabarett-Sendungen im deutschen Fernsehen. Da gab es den Scheibenwischer, da gab es solche Sachen. Das war immer alles eher politisch links. Das politische Kabarett ist traditionsgemäß politisch links. Das ist ja nun nichts Neues. Nicht war ich nicht. Das Problem dieser Pointe war doch folgendes. Sie haben gesagt, hier wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zur massenhaften Ermordung, richtig, beispielsweise von Rechten oder von AfD-Anhängern aufgerufen. Ja. Damit geben Sie dem Witz doch recht. Damit tun Sie doch das, was Sie gar nicht wollen. Sie sagen doch gerade, Sie finden den Begriff Nazi deplatziert. Sie finden, den sollte man überhaupt nicht benutzen. Hier wird AfD-Anhängern mit Mord gedroht, dann machen Sie doch die genau zu den Nazis, sagen, dass es die heute nicht mehr gibt. Sie widersprechen sich doch selbst. Die AfD wurde doch vorher eingeblendet. Also das Logo der AfD wurde eingeblendet. Das wurde eingeblendet, riesengroß, hinter Jan Böhmermann. Und dann hat er und gesagt, das sind, und die FPÖ auch. Und dann wurde gesagt, das sind Nazis. Das wurde sauber hergeleitet. Das ist ja nicht meine Herleitung, das ist die Herleitung von Jan Böhmermann. Aber Sie sagen doch, das sind keine Nazis. Nein, aber wenn Sie selbst sagen, das stimmt nicht, wenn Sie sagen, man kann heute gar nicht Nazi sein, der Begriff ist falsch benutzt, man kann es nur damals sein, so wie Sie es zu mir gerade gesagt haben, ja, dann muss Sie dieser Witz völlig kalt lassen, dann kann Ihnen das scheißegal sein, weil das für Sie keine Kategorie ist. Doch, natürlich, weil ich ja sehe, dass es dort ein massenhaft verbreitetes Tötungsaufrufphänomen gibt. Das lässt mich ja nicht kalt, weil es ist ja auch vollkommen klar, das dass die Bubble, die Jan Böhmermann so anspricht, und ich bin wahrlich kein Freund von fest Jan verankert Böhmermann, und glückselig marschiert ist in dem Weltbild. Wir gehen jetzt gegen die Nazis. Da versucht jetzt Reichelt wieder sozusagen aus einer Mücke einen Elefanten zu machen und etwas zu skandalisieren, was überhaupt nicht skandalös ist. Und im Rahmen einer Satiresendung, die ja das ZDF-Magazin Royal immer noch ist, auch wenn teilweise die Grenze etwas schwierig zu ziehen ist, diese Äußerung gemacht hat. Also da versucht man sich jetzt irgendwie dran abzuarbeiten, finde ich ein bisschen albern. Haben wir eine sehr genaue Vorstellung davon, wer die Nazis sind. Und wenn man diesen Leuten jetzt sagt, keult sie, bringt sie um, dann halte ich das für gefährlich. Dafür muss ich doch nicht die Begrifflichkeit teilen. Aber Herr Reichelt, Sie teilen doch selber gnadenlos aus. Natürlich. Gnadenlos. Natürlich. Und dann sind Sie plötzlich hochsensibel, nur weil Sie Witz nicht verstanden haben. Nein, die Grenze ist... Also, da muss man einfach sagen, wenn wir schon sagen, let's agree to disagree, dann müssen Sie schon fair sein. Okay, stellen wir uns auf den Standpunkt, Reichelt hat den Witz nicht verstanden. Dann ist nicht Sie, so, aber stellen wir uns auf den dann Standpunkt. Müssen, dann müssen erklären Sie mir den Witz. Erklären Sie mir dann den müssen, Witz. Ich verstehe nicht die Witze von Kollegen, entschuldigen Sie mal. Also bitte. Aber anders werde ich ihn nicht verstehen. Ja, Sie müssen ihn nicht verstehen. Ich bin hier nicht der Witzinterpretator von einem, der die Witze von Kollegen nicht versteht, die nicht mal meine sind. Also, Sie, Herrn Böhmermann, ich spreche grundsätzlich nicht über Kollegen. Also bitte. Aber gucken Sie mal, wenn Sie sagen, hier bin ich empfindlich. Ich bin da gar nicht empfindlich. Ich mache mir nur Sorgen, wenn von öffentlich-rechtlichen Geldern zur Tötung von Menschen aufgerufen wird. Ich bin da nicht empfindlich. Wieso sind Sie da so links?
Das ist doch keine, sind Sie da so links? Nein, die Linken machen das ja. Das zeigt ja Moment, die das Linken, zeigt ja das Umgekehrte. Es sind doch die Linken. Im Fernsehen ist das problemlos möglich, zur Tötung von Menschen aufzurufen und dann Satire zu schreien, wenn man darauf hingewiesen wird, dass das nicht geht. Und ich würde auch niemals sagen, man darf die Keulung von niemandem fordern. Nicht von Linken, nicht von Rechten. Jan Böhmermann darf es nicht. Sie darf es nicht. Das ist doch die entscheidende Debatte. Lass uns von dem wegkommen. Das ist mir völlig egal. Es geht auch nicht um Kollegen. Es geht um Folgendes. Sie machen sich Sorgen. Das ist doch genau das, worüber Sie sich bei den Grünlinken immer lustig machen. Dass die andauernd besorgt durch die Gegend laufen. Dass die so besorgt sind, dass man nichts mehr sagen darf, weil sie sich Sorgen machen, dass sich irgendjemand verletzt fühlen könnte. Das ist doch genau das, worüber Sie sich Tag und Nacht lustig machen. Aber wenn es Ihnen passt, dann haben Sie selber Sorgen. Nur weil es Ihnen gerade reinläuft. Meine Mimosigkeit beginnt erst, das ist was anderes. Und damit stellen Sie sich doch in genau der Art und Weise vor eine Gruppe, wie das die Linken immer tun und wie sie es Ihnen immer vorwerfen. Meine Mimosigkeit, ich fühle mich nicht safe, ich fühle mich gar nicht mehr sicher, beginnt beim Tötungsaufruf, nicht davor. Alles andere, Sie können jeden Witz über mich machen. Aber den Tötungsaufruf von Massen, da beginnt tatsächlich meine Mimosigkeit. Die von den Grünen viel früher. Da dürfen Sie nicht mal sagen, Ricarda Lang, ist schon komisch, dass die Ernährungstipps gibt. Was ja jeder sehen kann im Land, dass das können komisch ist. Können Sie doch sagen, stört doch keinen. Na doch, natürlich, da kriegen Sie schon gewaltigen Ärger vor. Quatsch, ja, dann wird es Leute geben, die sich darüber aufregen, weil der Witz zu platt ist, auch das zu Recht. Ja, aber Sie werden deshalb nicht gecancelt. Darf das man ist, letzte, wiederholen wir uns. Wir kommen jetzt noch einmal zum linken Humor im Fernsehen. Meine Beobachtung sind zweierlei Dinge. Erstens, die Menschen, die damit sozialisiert sind. Und es ist ja auch eher Böhmermann, muss man ja auch dazu sagen, der gegen politisch andersdenkende Kabarettisten und Comedians dann polemisiert. Also Böhmermann ist ja derjenige, der intolerant anderen gegenüber ist. Ich meine, diese komische Parodie da auf Dieter Nuhr, auf Nuhr im Ersten, die sie mal im ZDF-Magazin Royal gebracht haben, die ich persönlich total langweilig fand. Da waren so viele davon begeistert. Ach, das ist ja so toll. Ich habe irgendwie überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Aber es war ja offenbar auch so eine Art, Aussage dahinter nach dem Motto, was der Dieter Nuhr sagt als Comedian, als Kabarettist, das ist eigentlich inakzeptabel, obwohl er ja auch einfach nur seinen Job macht und eben eine etwas andere Sicht der Dinge mal satirisch-kabarettistisch auf die Bühne bringt, vielleicht mal ein bisschen mehr auch gegen die Grünen zum Beispiel und eben nicht nur gegen die AfD und insofern ist da ja die Intoleranz eher auf der Seite zu finden, so ist mein Eindruck. Und wenn sie so alt sind wie Sie und ich, also Jahrgang 79, 80 oder die selber damit das selber betrieben haben. Der linke Humor hat sich einfach jahrzehntelang über Äußerlichkeiten von vor allem Helmut Kohl lustig gemacht. Ja, das war von Karikaturen über Birne. Es gab kein linkes Kabarett ohne Witze über das Aussehen von Menschen. Hat nicht existiert. Heute Bodyshaming. Wie könnt ihr nur? Sagt nicht, dass Ricarda Lang und so weiter. Wehe, da kommt irgendwas mit McDonald's vor. Ist etwas, was mich wundert. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung. Bei Frauen ist man da immer schon empfindlicher gewesen als bei Männern. Übergewichtige Männer, da macht man gern mal harte Sprüche drüber, da haut man ordentlich einen raus. Und wenn es bei einer Frau ist, dann herrscht da mehr Empfindlichkeit. Das war früher auch schon so. Das hat sich nicht, auch wenn man heute noch jetzt über einen übergewichtigen Mann Witze macht, also was weiß ich, wen gab es da denn zum Beispiel? Hier den Peter Altmaier zum Beispiel von der CDU oder was weiß ich, dann ist das auch heute nichts, was irgendwie groß skandalisiert wird. Es hat mehr mit dem Geschlecht offenbar zu tun. Beobachtung ist, früher war linker Humor, aber Humor insgesamt Kabarett gegen die Mächtigen. Ja, es ging einfach gegen die Regierung. War dankbar, weil war Helmut Kohl, war ein Rechter. Aber es ging einfach gegen die Regierung, gegen die Mächtigen. Heute geht es gegen die Opposition. Wenn ich die Heute-Show gucke, dann wird nur noch über die Opposition, vielleicht mal über die FDP gelacht. Wieso haben wir in Deutschland keinen bitterbösen Humor, ich weiß, über das Wort haben Sie auch geschrieben, Sie betrachten das gar nicht als böse, aber warum haben wir keinen harten Humor mehr gegen die Mächtigen, sondern alle Linken machen auf einmal Witze über die Opposition? Und warum darf man keine Witze mehr über Körperlichkeiten machen? Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, es gibt sehr viele Witze auf Kosten der Regierung, es gibt sehr viele Witze ich kann mir keine Witze merken, es tut mir leid. Ich weiß nur, was ich mache. Ja. Und meine Arbeit besteht wesentlich darin, mich lustig zu machen über die. Und es ist ja auch trotzdem erlaubt, sich auch über die Opposition lustig zu machen. Warum denn nicht? Das ist ja, das muss ja kein Gegensatz sein. Also,
Man soll sich über alle Politiker lustig machen, egal ob Regierung oder Opposition. Regierung. Und das machen vielleicht auch andere, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Es ist mir auch egal. Ich stehe nicht für das Kabarett. Ich stehe für meine eigene Arbeit. Und meine eigene Arbeit besteht darin, mich über alle lustig zu machen. Und meine Arbeit besteht darin, das Publikum, soweit es geht, zu irritieren. Und das ist die wesentliche Aufgabe der Satire. Es geht darum, die Menschen mit sich zu konfrontieren, mit ihren eigenen Sicherheiten oder Scheinsicherheiten. Und wenn das gelingt, dann ist das Wesentliche gelungen. Und wenn man dafür sorgt, dass Menschen am Ende mehr Fragen haben als Antworten, dann haben wir unseren Job gemacht. Und sonst haben wir ihn verfehlt. Perfektes Schlusswort. Nee, ich würde auch noch gerne was sagen. Oh, okay. Ich würde auch noch gerne was sagen. Ich würde auch noch, weil wir jetzt so, weil wir sind drin. Let's agree to disagree. Absolut. Ja? Mich würde eines, ich fand das einen schönen Austausch, aber mich würde eines interessieren. Ich verfolge das ja auch, was Sie machen. Ja. Und wir können ja jetzt über mich reden. Ja. Ne? Und Sie haben Sie ja auch getan. Ja. Aber wir können ja auch darüber reden, wenn ich das sehe, was Sie machen. Und wie gesagt, ich sehe, Sie sind rechts und konservativ. Ich finde es gut. Ich finde die Position gut. Aber was ich mich dann schon frage ist, ich meine, ich bin heute hier eingeladen, freut mich. Aber ich frage mich, warum Sie so inkonsequent sind. Warum die anderen nicht eingeladen sind? Nein. Ach so. Weil die sind eingeladen. Standing invitation. Weiß ich. Warum Sie so inkonsequent sind. Gucken Sie, ich lese Ihren Twitter-Account, X-Account oder andere Kanäle. Ja. Ich sehe Sie, wie Sie sich stark machen gegen Antisemitismus. Ja. Wie Sie auf der Seite Israels stehen und so weiter. Ja. Zugleich sehe ich aber hier Gäste, die auch bei Tucker Carlson auftreten, die von uns manipulierenden Globalisten sprechen, was ein antisemitischer Begriff ist, was ein Begriff ist, der im rechtsextremen Milieu zu Hause ist. Und da sitzen Sie und das lassen Sie durchgehen. Das ist doch hoch inkonsequent. Sie sind gegen die AfD, als Sie Chef waren bei Bild, sagten Sie, Sie seien gegen die AfD und Sie ließen die AfD noch nicht mal zu Wort kommen bei Bild. Heute schaffen Sie doch hier eine Atmosphäre, in der Sie das Projekt von der AfD offensiv verteidigen. Sie wollen die CDU nach rechts rücken. Aber Sie machen das Gegenteil. Sie machen die AfD groß, indem Sie genau das zulassen. Sie haben es sogar zugelassen, dass die rechte MeToo-Kampagne 120 Dezibel hier prominent stattgefunden hat, was eine rechtsextreme Kampagne ist. Und zugleich wollen Sie gegen rechts außen sein? Das verstehe ich nicht. Warum machen Sie das? Also gucken Sie sich an. Oder beispielsweise, um noch ein Beispiel zu nennen. Korrektiv. Ja. Sie sind massiv gegen diese Korrektivrecherche vorgegangen. Sie sind da sehr sensibel. Sie haben gesagt, Korrektiv wird vom Staat bezahlt. Richtig. Das ist sowieso. Werden Sie. Mit Millionen. Und Sie haben sich darüber beschwert. Sollten Journalisten mit Millionen. Sie haben sich dagegen gewehrt. Sind das für Sie das Journalisten? Das ist nicht die Frage. Wollte Sie was fragen. Wir haben ja gesagt, das darf ich kurz fragen. 2,5 Millionen bekommen die und Sie sagen, die sind nicht transparent. Dabei sind Sie hochtransparent und führen auf, wo das Geld herkommt. Nein, Sie haben Sie davon auch sehr viel verschleiert. Es tut mir leid, Herr Schröder, der Punkt stimmt einfach. Aber Sie sind Sie doch haben selbst in ganz vielen Punkten über andere Institutionen Geld nach Korrektiv reingechannelt. Und die sind nicht transparent. Das sagt Korrektiv. Du stell doch immer die Frage klar und lass sie uns an. Also jetzt kommt sie schon wieder ab. Was Schröder meint, ist ja durchaus ein wichtiger Punkt. Und da finde ich auch, finde ich auch gut, dass er das noch anspricht, aber dann müssen Sie jetzt auch mal, der hat jetzt seine Frage viel zu lang und packt da so viele Thesen rein, das reicht jetzt schon wieder sozusagen, jetzt gleich schon wieder irgendwie das Ganze davon wegkommen kann, von der eigentlichen Frage. Das ist ein bisschen schwierig. Aber Sie sind es nicht, aber nur weil Sie es behaupten. Okay, aber Sie sind doch auch nicht transparent. Wieso? Sie werden doch überall. Moment, Sie werden doch von einem Milliardär hier finanziert, von Frank Gotthardt. Aber Sie wollen über das Geschäftsmodell nicht sagen. Sie wollen über das Geschäftsmodell. Sie schweigen über das Geschäftsmodell der Medien ist doch eindeutig. Aber Sie schweigen über das Geschäftsmodell. Also, Herr Schröder, Sie sind genauso wenig nicht transparent. Sie sagen, Korrektiv ist nicht transparent. Sie sind es aber selbst. Wenn man nicht wie Sie von Zwangsgebühren bezahlt wird. Ich werde gar nicht so sehr von Zwangsgebühren bezahlt. Doch, Sie sind bei der AD. Moment, ich werde von meinem Publikum bezahlt. Wenn man nicht den Luxus hat, von Zwangsgebühren leben zu können, wie Sie und viele andere in diesem System, dann gibt es genau zwei Modelle, in den Medien Geld zu verdienen. Das erste sind Vertriebserlöse, das nennt man digitale Abos heutzutage. Und das zweite sind Werbeerlöse. Das ist das Geschäftsmodell. Wir haben nichts anderes. Ich hätte auch gern Ihre 10 Milliarden. Ich habe keine Selbst 10 Milliarden. Selbst der Milliardär hätte gern die 10 Milliarden von der AfD. Frauen wollen einen Mein Gott, Mann. Jetzt noch kurz vor Ende nochmal Werbung. Warum also nicht dich? Hallo, ich bin Orlando Owen, Deutschlands führender Männlichkeitscoach und Mentor.
Orlando Owen, wer kennt ihn nicht? Ach Gott. Ade. Und ich habe 10 Milliarden. Habe ich die 10 Milliarden? Naja, nein, habe ich natürlich nicht. Ja, nein, ich bekomme davon das wesentliche Geld von Leuten, die... Das ist ja auch das Lustige, dass sie eines nicht verstehen. Dass für sie alle, die bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, links sind, Zwangsabgaben finanziert. Naja, für den Eindruck, und dass tun sie glauben, dass wir die Mehrheit des Geldes bei den Öffentlich-Rechtlichen verdienen. Ich bin genauso Unternehmer wie Sie. Ich verdiene wesentlich darüber Geld, dass Leute zu meinen Shows kommen, Eintritt bezahlen. Großartig. Da sind. Großartig. Das ist der Punkt. Wir sind naja, aber deine Sendung da bei ARD oder bei ZDF oder ARD ist das, glaube ich, ne? Schröder darf alles, oder wie heißt das? Ne, hat er ja geklaut, den Titel von uns, ne? Wir haben ja Kay Ray darf alles und er macht Schröder darf alles seit neuestem. Aber gut, da verdient er auch schon ordentlich Kohle. Nun tu mal nicht so, als wenn das ein zu vernachlässigender Betrag sei. Also das ist jetzt auch Quatsch. Sind ja beide Unternehmer. Mir geht es bei dem Korrektiv. Dann haben wir dabei die Tatsache sehr der Transparenz, dass sie genauso wenig transparent sind, also wie sie ist korrektiv. Ich installiere mir keinen Adblocker, weil ich mir auch verbitte, dass man, wenn man unsere YouTube-Videos guckt, sich einen Adblocker installiert, weil wir leben davon, dass Werbung geschaltet wird. Also ich bin ja gleichzeitig auch auf YouTube mit einem Kanal und deswegen muss man Werbung nun mal ertragen. Davon leben YouTuber und leben die Leute, die Content und Programm machen für euch. Das ist einfach falsch. Unsere Eigentümerschaft ist öffentlich einsehbar für jeden, ist auch schon sogar veröffentlicht worden. Wem gehört welcher Anteil, wie viel Prozent, alles öffentlich einsehbar. Zweitens, unser Geschäftsmodell könnte offenkundiger nicht sein, denn es gibt in den Medien nur zwei Geschäftsmodelle. Sie, überspitzt gesagt, und mich. Gebühren, keine Gebühren. Keine Gebühren heißt Werbung und seine Inhalte verkaufen. Das ist unser Modell. Völlig klar. Das ist die komplette Transparenz. Und niemals haben wir einen Cent von der Regierung genommen, anders als korrektiv die 2,5 Millionen Cent von der Regierung, nicht Cent, Euro von der Regierung. Aber warum, haben. Sagen Sie mir was zu dem ersten Punkt. Warum, ja, genau. Ich wollte so, jetzt warum lassen Sie es zu, dass jemand hier rechtsextreme Scheiße bewirbt, und zwar extreme. Hier rede ich nicht mehr von Rechter. Von Globalisten zu reden ist rechtsextrem. Das ist auch antisemitisch. Also das ist das, was Sie bekämpfen. Ja, das lassen Sie ja einfach stehen. Ich nämlich die Frage, warum lassen Sie andere Leute den Job machen, für den Sie sich zu fein sind? Das Wort teile ich in keiner Weise, genau deswegen, ja, weil es ganz eindeutig diesen Klang hat und in Deutschland so auch verwendet wird. Es wird in anderen Sprachräumen, auch da teile ich es nicht, deutlich, ich sag mal, unschuldiger verwendet, in Sprachräumen, die zum Beispiel auch nicht die deutsche Geschichte haben. Es wird in den USA vom kompletten republikanischen Lager verwendet. Ja? Es wird in Ungarn verwendet, einer der engsten Verbündeten Israels. Ich persönlich kann mit diesem Wort nichts anfangen, habe diese Debatte auch intern geführt und möchte eigentlich auch nicht, dass wir es hier verwenden. Und in dem Moment, in dem, ich glaube, es ist einmal geschehen, hätte es vermutlich ein Wort der Einordnung gebraucht. Ja? Da haben Sie vollkommen recht. Ich sehe es nicht grundsätzlich, nicht überall, wo dieses Wort gesagt wird, haben wir es mit Rechtsextremismus zu tun und auch schon gar nicht. Und da wird es dann interessant, mit einer Ablehnung Israels, des Staaten Israels oder von Juden. Im Gegenteil, sehr viele Leute, die zu den energischen, auch militärischen Unterstützern Israels gehören, benutzen dieses Wort. Ich kann nur sagen, es ist nicht mein Wort. Und an dem Punkt, hätte man das einordnen sollen, haben Sie einfach einen Punkt. So, ja. Ganz einfach. Zweiter Punkt, CDU an AfD. Ich habe eine ganz einfache Hypothese. Die CDU, die Millionen Menschen in diesem Land mal gewählt haben, über 40% der Menschen, die CDU, die sich Millionen Menschen in diesem Land noch wünschen würden, würde verhindern und hätte verhindert, dass die AfD jemals entstanden wäre. Die AfD ist ein Geschöpf des Totalversagens in der Migrationspolitik bei der CDU, doch. Und on top kam dann noch das zutiefst freiheitsfeindliche Verhalten und die Rhetorik in der Pandemie, was besonders im Osten Menschen einfach Erinnerungen geweckt hat, die gesagt haben, okay, mit dieser Rhetorik, ihr könnt auch zu Hause demonstrieren, das war jetzt SPD zugegebenermaßen, aber viel davon kam ja auch aus der Union, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Die Union hat das Phänomen AfD in der heutigen Stärke durch ihre Politik heraufbeschworen. Und ja, ich glaube tatsächlich daran, dass die Wähler... Ja, dass eine Partei wie die AfD irgendwann in Deutschland auch Fuß fassen würde, das war ja schon seit vielen Jahren absehbar. Weil es in jedem europäischen Land gibt es auch eine starke rechte Partei, also rechts von der klassischen konservativen Volkspartei. Also die AfD wäre auch ohne wahrscheinlich die Migrationspolitik oder ohne die Flüchtlingswelle 2015 irgendwie groß geworden, weil sie immer irgendwelche Themen findet, gegen die sie sozusagen
sich richten kann und polemisieren kann. Aber natürlich hat ihr die Flüchtlingswelle 2015 sehr geholfen, um stärker und größer zu werden. Das ist richtig. Aber die Größe, die sie jetzt hat, dass sie sozusagen in Thüringen, in Sachsen tatsächlich mittlerweile deutlich stärkste Partei ist in Umfragen, das hat sie ja erst ungefähr seit 2, 3 Jahren. Also das hat ja mit der Migration vielleicht, also mit der Migrationswelle damals vielleicht gar nicht mehr unbedingt was zu tun, sondern das hat auch mit anderen Dingen noch obendrein zu tun. Auch Nachwehen der Pandemie vielleicht, was auch immer, was da alles mit reinspielt. Der Frust ist einfach größer geworden. Die Herrschaft in der AfD inzwischen viel gefestigter ist, als man denkt. Ja, also wenn die Leute sagen, wir müssen die alle zurückgewinnen, das sind ja alles Protestwähler. Nein, ganz viele von denen sind inzwischen fest entschlossen, ja, weil sie einfach so oft enttäuscht worden sind oder sich hintergangen gefühlt haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn man eine Chance haben will, ein signifikantes Potenzial zurückzuholen und eine CDU, sagen wir mal, die FDP wird vermutlich rausfliegen, aber CDU-FDP wieder möglich zu machen, wird man das nicht können, ohne glaubwürdig beim Thema Migration zu sagen, wir haben es verstanden, wir bitten um Verzeihung für das, was wir vielen Innenstädten in diesem Land angetan haben, was wir vielen Gemeinden, wo 500 Leute wohnen und auf einmal 700 Migranten gegenüber einquartiert werden, was wir dort anrichten, ohne diese Kehrtwende dort, wird es keine CDU-Wahlergebnisse mehr geben, wie es sie mal gegeben hat. Und das halte ich für absolut offenkundig. Auch wenn Sie da widersprechen, wenn ich es richtig verstehe. Ich widerspreche in einem Punkt. Die AfD ist nicht das Produkt anderer Parteien. Die AfD ist das Produkt eines genuinen rechtsextremen Weltbilds in einem bestimmten Anteil der deutschen Bevölkerung. Wenn wir immer so tun, als seien andere Parteien schuld daran, dass eine neue Partei entsteht, dann vergessen wir, dass die Menschen, die diese Partei wählen, eine Verantwortung haben und dass sie ein Weltbild haben. Ja, aber das ist ja das, was Reichelt vorhin schon richtigerweise sagte. Dieser Anteil, wenn er denn so da wäre, den gab es vor 10, 15, 20 Jahren auch schon. Und da haben sie ja auch keine AfD gewählt oder in dem Fall dann eben vielleicht die NPD oder die DVU oder die Republikaner. Es gab ja alle möglichen Parteien, gab es ja auch in der Vergangenheit schon, die man dann hätte wählen können, wenn man denn so eine Überzeugung hat. Das ist doch zu einfach. Also da spielen einfach ganz viele Punkte eine Rolle, die damit reinspielen. Und natürlich hat auch das Versagen der etablierten Politik damit zu tun, natürlich. Was denn sonst? Sind nicht die anderen daran schuld? Es natürlich. Ist, wenn, dann die Verantwortung derer, die diese Partei wählen und die diese Partei führen. Das ist die Verantwortung. Und nicht, weil die anderen versagt haben oder die anderen das getan haben. Natürlich. Das ist eine völlige Verkehrung der Wirklichkeit. Und diesem Denken darf man keinen Vorschub leisten. Aber damit sagen Sie ja, dass das, was in der AfD abgebildet ist und was das größte Thema der AfD ist, nämlich eine sehr harte Migrationspolitik, die übersetzt heißt Grenzen dicht und wer illegal im Land ist, gehört abgeschoben. Ich fasse das jetzt mal vereinfacht zusammen. Damit sagen Sie ja, dass Sie diese Politik in keiner anderen Partei sehen wollen, weil Sie sie für rechtsextrem halten. Und da bin ich einfach fundamental anderer Meinung. Ich glaube, wir sollten jeden Menschen abschieben, der kein Recht hat, in diesem Land zu sein, die Kriminellen davon zuerst. Und über unsere Grenze sollte niemand treten, der kein gültiges Visum hat. Auch nicht, wenn er Asyl sagt. Die Debatte hatten wir. Was ich interessant finde und was ich verstehen möchte, ist, warum machen Sie in dieser Show, die Sie ja hier 2, 3 Mal die Woche machen, warum machen Sie sich das Geschäftsprinzip der AfD zu eigen? Warum machen Sie Extremismus salonfähig? Wobei Sie doch eigentlich die CDU nach rechts rücken wollen. Sie sind ja ein Strauß-Fan, haben Sie gesagt. Strauß und Reagan. Ich weiß. Aber das ist ja nicht das, was passiert. Und ich finde, da ist es aber sehr inkonsequent. Sie sagen, Sie sind die Stimme der Mehrheit. Ja. Aber eigentlich sind Sie ja selbst nicht die Mehrheit. Ich meine, Sie sind selbst doch, sehr elitär. Die Sie Mehrheit, wurden ein Leben lang von Milliardären finanziert. Der erste Milliardär hieß Döpfner, der zweite ist Gott. Entschuldigen Sie, Herr Schröder, das stimmt nicht. Ich habe mein Leben lang, seit ich 16 bin, für mein Geld gearbeitet. Ich wurde nicht von irgendwem finanziert oder gesponsert. Ich habe mein Leben lang für mein Geld gearbeitet. Übrigens anders als die Menschen, die uns regieren. Und das geht ganz vielen Leuten in diesem Land so. Und deswegen sagen sie, die Leute, die uns regieren, die haben nie in ihrem Leben gearbeitet. Dass Döpfner Milliardär sei, wäre mir auch neu. Also ich glaube, sicherlich kein armer Schlucker, aber ich glaube, Milliardär ist der jetzt nicht. Die haben immer nur von Mama oder von der Partei gelebt. Jetzt wollen sie für meinen Stadtteil, meinen Arbeiterstadtteil, wo ich mir meine kleine Existenz aufgebaut habe, möchten sie, dass da noch mehr Migranten reinkommen, während sie in Prenzlauer Berg keinen einzigen davon jemals sehen werden. Und das halte ich für ein Problem. Das ist auch nicht elitär. Da bin ich, glaube ich, bei der absoluten Mehrheit in diesem Land. Das ist populistisch. Das ist nicht populistisch. Das geht schon wieder nur aufs Konto der AfD. Sie tun so, als seien alle Politiker faule Schweine. Nein, die Grünen, ich habe ausdrücklich gesagt, die meisten Grünen in Verantwortung haben noch. Ich weiß, sie leben im Grünen.
Bahn. Nicht populistisch. Wir leben im grünen Bahn. Nein, es gibt auch Grüne, die gearbeitet haben. Und darum geht es nicht. Dieses Klischee von Politikern, die nicht arbeiten, es ist gefährlich. Und ich frage mich, warum sie sich nicht dafür schämen. In einer Zeit, der die AfD bei über 20%. Ich würde einem Politiker nie unterstellen, dass er nicht arbeitet. Das halte ich auch für dummes Zeug. Sondern eher fehlt es oft an der Kompetenz und an der Sachkompetenz und an der Fähigkeit, ein solches Amt überhaupt auszuführen und den nötigen Background und das nötige Thema überhaupt drin zu sein. Daran fehlt es vielleicht eher. Oder auch an der Fähigkeit, überhaupt Politik so zu machen, dass sie bei den ganz einfachen Menschen, beim normalen Volk sozusagen ankommt. Daran fehlt es vielleicht eher, aber ich würde auch Ricarda Lang oder wenn man die Baerbock und Habeck sind beide doch immer auf Achse. Die Baerbock ist doch überall unterwegs und Habeck versucht überall da seine Energiewende irgendwie durchzusetzen. Man kann nicht sagen, dass die faul sind. Sie machen vielleicht eine Politik, die ich jetzt auch nicht gut finde, die in die falsche Richtung führt. Das ist was anderes, aber Faulheit ist doch Quatsch. Liegt, diesem Denken auch noch Vorschub zu leisten, also ich bin immer misstrauisch unter dem ja. Signum, ich bin die Stimme der Mehrheit und also das mit bei Populismus so zu versuchen. Die, Sie haben doch am Anfang Jakob Taube zitiert, der sich mit Carl Schmitt getroffen hat. Wunderbarer Dialog. Das ist ein Dialog zwischen zwei sehr unterschiedlichen Austauschsphären. Unserer vielleicht auch. Und aber haben Sie kein schlechtes Gewissen, nein, dass Sie am Ende daran beteiligt sein werden, wenn der Laden hier an die AfD fällt, weil Sie der zweimal Laden, pro Woche genau der dazu Laden beigetragen haben? Der Laden aber so fällt, getan der Laden, haben, als wollten Laden, Sie die CDU nach rechts rücken. Wenn Sie das so, wenn Sie an dieser Formulierung hängen, der Laden fällt an die AfD, weil die Merkel-CDU und Menschen wie Sie seit Jahren behaupten, Menschen ohne Bildung und Ausbildung aus Afghanistan, die Steinzeit-Islamisten sind, machen unser Land bunt und vielfältig. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Und das Problem ist halt auch, dass Leute wie Sie, um dann sozusagen das eigene Weltbild aufrechtzuerhalten, auch einfach Dinge erzählen, die offenkundig falsch sind, von denen Sie ja selber sehen, dass sie falsch sind. Also Sie haben in Ihrem YouTube-Video, wo Sie zu den Demonstrationen aufgerufen haben, gesagt, wie großartig Sie diese Demonstrationen finden und dort gesagt, das sind Demonstrationen, die sind bunt wie nie. Und vielfältig wie nie. Sie wissen doch selber, dass das nicht stimmt. Da laufen nur Weiße rum. Da läuft kaum ein Migrant demonstriert offenbar gegen die Bedrohung, dass er deportiert werden soll. Sie behaupten doch selber die ganze Zeit Dinge, von denen Sie ja wissen, dass sie nicht stimmen, weil Sie versuchen verzweifelt, ein politisches Weltbild, ein Denkkonstrukt der Ära Merkel aufrechtzuerhalten, in dem alles bunter, wenn immer mehr Menschen immer weniger miteinander zu tun haben, wird alles noch viel bunter und besser. Das ist das, was im Mittelpunkt der linken Merkel-CDU steht, bei den Grünen sowieso, bei den Öffentlich-Rechtlichen extrem dominant, bei Ihnen höre ich es auch ein bisschen raus. So, und ich halte diese These für gefallen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land diese These für gefallen und widerlegt hält. Aber unser Land wird schlechter durch illegale Migration. Dieses politische Lager treibt die Menschen in andere Parteien. Was Sie hier tun, ist ja in 90% Ihrer Zeit geht für Grünen-Bashing drauf. Und Was Sie verbreiten, scharfe Analyse und Beobachtung. Ist überhaupt keine scharfe Analyse. Zu behaupten, die Grünen würden eine eigene Polizei ins Leben rufen. Das tun wir. Dafür betreiben andere 90% AfD-Bashing oder was weiß ich. Das ist ja, ja gut, aber das ist ja nun mal dieses Bubble-Denken. Das ist doch nun kein neues Phänomen. Da ist ja Reichelt nur einer von ganz vielen, die das so machen. Ne? Gut, er kann jetzt so ein wunderbares Studio sich leisten irgendwie und kann das alles sehr hochwertig produzieren, weil es einen Milliardär gibt, der ihm da ordentlich Kohle hinten reinschiebt. Aber das ist ja auch kein Geheimnis, das wird ja auch öffentlich gesagt. Das ist nun mal auch Teil der Vielfalt, die Herr Schröder ja so einfordert, dass auch sowas eben möglich sein muss, ne? Das ist völlig lächerlich. Da sind Sie einfach indoktriniert von Übermedien und Buch. Nein, das wissen Sie auch. Das wissen Sie ganz genau. Und Sie wissen auch, wie das... Entschuldigung, da müssen Sie mir jetzt die Fakten beantworten. Warum gibt es eine Organisation, die Polizeigrün heißt? Weil es die in jeder Partei gibt. Nein, das stimmt nicht. Sagen Sie mir eine.
wie heißt die Polizei, CDU? SPD-nahe Kreise der Genau, es gibt SPD-nahe Kreise, aber es gibt nicht CDU-nahe Kreise genau, der Polizei. Es gibt nahe sicher auch Kreise. Sehr viele AfD-nahe Kreise der Polizei. Vermutlich, zum Beispiel in Hessen bei der Polizei in vermutlich, Hessen gibt es sehr AfD-nahe Kreise. Vermutlich, aber es gibt keine Polizei-AfD. Bei keiner einzigen Partei steht das Wort Polizei zuerst. Und soll ich Ihnen sagen, warum? Weil wo Polizei als erstes steht, da sollte Polizei drin sein. Und das mache die Grüne Partei ganz absichtlich. Und sie haben die Organisation Polizei Grün, da kann man schon vermuten, dass es sich um eine grüne Polizei handelt, in der Parteizentrale sitzen. Sagen Sie mir eine zweite Partei, die das hat. Aber keine, tun Sie doch nicht so, keine. Tun Sie doch nicht doch. So, als sei das eine Polizei, die Ihnen den Kopf abschneiden will und auf Sie ballern naja, will. Das ist sie doch sagen, eine völlig diese Polizisten sagen. Gibt es nicht auch in der SPD so einen Arbeitskreis sozialdemokratischer Polizisten oder irgend sowas? Gibt es doch, glaube ich, auch in der SPD, oder? Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Also, weiß ich, ob das jetzt speziell grün ist. Ist ja nicht verboten innerhalb der Partei sowas. Es ist ja einem Polizisten nicht verboten, die Grünen zu wählen oder Mitglied der Grünen zu sein. Also. Öffentlich um News und Reichelt kümmern wir uns später. Sie wissen genau, und das wie das gemeint ich, nein, war. Das weiß ich genau, nicht. Wie das gemeint nein, das finde ich eine nein, komische Formulierung. Ich kann Ihnen sagen, in welchem Zusammenhang wie war's denn das stand. Gemeint? Das stand in einem Zusammenhang, in dem in einer bestimmten Zeit Frau Föderl-Schmidt, die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, zum Glück vermisst wurde, bei der Sie einen Auftrag gegeben haben, eine Überprüfung der Doktorarbeit, nein, wir haben und Sie mit Hass überzogen nein, haben. Nein, wir haben Sie nicht mit Hass. Sagen Doch. Sie, okay, was Sie jetzt sind Sie, Sie können, das ist das Schöne, am Ende kann der Linke nicht anders als Hass und Hetze vorzuwerfen. Nein. Sagen Sie mir, das ist ein schwerer Vorwurf. Sagen Sie mir ein Beispiel. Sagen Sie eine Hassformulierung über Frau Föderl-Schmidt. Sagen Sie eine. Sie haben ohne Ende. Nee, ohne Ende zählt ohne nicht. Ohne Ende Sie eine. Sind Sie gegen diese sagen Frau Sie vorgegangen. Eine. Sagen Sie ohne eine. Ende. Nein, Sie haben gesagt, mit Hass überzogen. Sagen Sie eine. Sie haben zum Beispiel gesagt, es sei eine Falschmeldung gewesen, was mit Frau Föderl-Schmidt passiert sei, wie so häufig in der Süddeutschen Zeitung. Das ist an Bösartigkeit und Zynismus nicht zu verwechseln, wenn jemand sich potenziell suizidiert hat und das mit einer Falschmeldung einer Zeitung gleichzusetzen. Das wissen wir bis potenziell. Potenziell, aber das mit einer Falschmeldung einer Zeitung gleich. Gestorben ist sie ja nicht. Sie war ja nicht tot. Also das ist ein. Ja, also die Recherche an sich war völlig in Ordnung. Und Frau Föderl-Schmidt ist damit offenbar nicht fertig geworden mit dem ganzen Druck. Ja, da sind wir wieder beim Anzeigenhauptmeister, ne? Das ist zwar eine andere Ebene und andere kann man schwer vergleichen. Aber wenn Leute plötzlich so sehr in den Fokus geraten und so sehr von einer bestimmten Seite mit Hass und Angriffen übersät werden, die einen können damit umgehen, die anderen können damit nicht so gut umgehen, ne? Das ist. Da ist die Frage, was soll der Journalist dann machen? Soll er gar nicht recherchieren? Soll er das nicht an die Öffentlichkeit bringen? Soll er es lieber lassen? Das kann es ja auch nicht sein. Weil die Recherche an sich war ja in Ordnung. Aber das ist doch kein das Hass. Ist tut mir leid, Schröder. Das ist einfach Grund kein, nein, das ist Menschenfeindlichkeit, der sich darin zeigt. Und das ist Hetze. Das Warum ist können bösartig. Sie, das Schöne ist, man kann mit Linken nicht sprechen, ohne dass am Ende Hass, Hetze und Menschenfeindlichkeit rumkommt. Doch. Ich kann nicht anders. Nein, natürlich. Die drei Worte am Ende kommen sie immer. Doch, wissen Sie was? Ich würde mit Ihnen gerne Friedenspfeife rauchen. Großartig. So. Aber Achtung, auf Jim Knopf ist sie jetzt verboten, nein. Die Friedenspfeife. Ist nicht verboten. Doch, wird wegretuschiert. Ich habe uns was mitgebracht. Wollen wir Friedenspfeife rauchen? Um Gottes Willen. Ja? Nee, das muss ich jetzt die Polizei Grün alarmieren. Ja? Müssen Sie machen. Ich habe uns was Schönes mitgebracht. Ich hörte das. Aber das frage ich mich auch. Wollen wir? Das frage ich mich auch. Also erstens fürs Protokoll. Ruf die Polizei! Ruf die Polizei. Und zweitens. Ich lege uns ein und zweitens, ist das in Ordnung? Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Was denn? Warum Ihr Milieu keinen Witz ohne Drogen hinkriegt. Wissen Sie, was so seltsam ist? Ihr Milieu glaubt, dass man Wieso auf politischer... Kein Witz ohne Drogen? Nein, das haben wir ja extra gezeigt in ihrer Parodie. Ihr Milieu glaubt, dass man gewisser politischer Ansichten nur sein kann, wenn man Drogen konsumiert. Und ich sage Ihnen was, das stimmt nicht. Doch, ich glaube, das ist eine der Hauptprojektionen der Linken nach 60, 70 Jahren Kiffen und Jimi Hendrix ist... Nein, um Gottes Willen mache ich nicht. Warum? Können Sie gerne... Ich muss es dann nur melden. Ich muss es dann nur melden. Was müssen Sie denn melden? Na, bei der Meldestelle. Bei welcher? Bei der Polizei Grün? Ja, ja. Das wird dann alles brav gemeldet. Ja? Ja, dann ziehst du mal selber weg, die Linie. Das macht er auch nicht. noch im Ordnung. Es kann jeder machen, was er möchte, aber ich nicht. Und wie gesagt, ich muss es bei der Meldestelle melden. Bitte melden Sie es. Dann... Herr Schröder, wie ich sage, Genosse Schröder, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank. Es war mir eine Freude, Nazi Reichelt. Ich möchte noch einmal Ihr Buch in die Kamera halten. Bitte. Einmal muss ich noch das Buch in die Kamera halten.
in die Kamera, unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen. Großartiges Gespräch mit Florian Schröder, vollkommen eskaliert, wie es sich für hunderttausende YouTube-Views am Ende gehört. So, jetzt machen Sie noch Ihren Gag, dann haben wir den auch noch auf Video. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda, Heuchelei und Drogenkonsum in und der Sendung. Und den sehen Sie hier, meine Damen und Herren. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ich trage jetzt. Was trickste? Das wollen wir nicht wissen. Ja, ihr Lieben. Das ist schon mal, hat mir gut gefallen, war unterhaltsam, war spannend, haben sich beide nichts geschenkt. Fand ich okay. Und das finde ich eine Art von Diskussion, die ist doch dann wirklich auch mir hundertmal lieber und spannender und interessanter als noch irgendeine Bubble-interne Geschichte. Ich meine, bei News gibt es ja auch so manchmal so, ansonsten immer so Diskussionsrunden. Dieses Stimmt zum Beispiel, der Nachrichtentalk, das gehört ja auch irgendwie zu Reichelt dazu und zu Stimmt und zu News und so weiter, wo sich dann immer nur diese Leute unterhalten, die alle einer Meinung sind. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal zum Thema gemacht. Das ist doch auch langweilig und in linken Kreisen natürlich genauso. Da war das doch ein durchaus besseres Beispiel.